Ich rufe auf den Einzelplan 30 und bitte Sie, die Plätze zügig zu tauschen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, diejenigen, die der Debatte weiter folgen wollen, wäre schön, wenn die zügig Platz nehmen, und die anderen verlassen bitte den Saal, sodass wir weiter vorankommen. Der Einzelplan 30, Bundesministerium für Bildung und Forschung, mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 16/23 und 16/26. Die berichterstattenden Abgeordneten sind Dr. Wiebke Ester, Kerstin Radomski, Bruno Höhnel, Christoph Meyer, Markus Bühl und Dr. Gesine Lötsch. Für die Aussprache ist eine Dauer von 90 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Kollegin Kerstin Radomski, CDU-CSU-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin, vor der Verabschiedung des Einzelplans 30 Bildung und Forschung blicken wir in dieser Debatte auf ganz zentrale Politikfelder für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Dabei ist es unsere Aufgabe, das Bildungs- und Wissenschaftssystem immer wieder aufs Neue zukunftsfest zu machen. Es wird ein stabiles Fundament gebraucht von guter schulischer Bildung und beruflicher Bildung vor Ort bis hin zu exzellenter Wissenschaft, die auch im weltweiten Vergleich vorne mitspielt. Damit dies weiterhin gelingt, haben Sie unter anderem die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, die DATI, ins Leben gerufen. Schon bei der Einbringung des Haushalts haben wir als Unionsfraktion hier im Plenum das Fehlen eines schlüssigen Konzepts kritisiert, das bei einer Summe von 15 Millionen Euro aus unserer Sicht zwingend notwendig ist. CDU und CSU haben dann einen Antrag für eine Sperre der DATI-Haushaltsmittel eingebracht, die nur durch das Parlament aufgehoben werden kann. Wir freuen uns, dass die Ampelkoalition nach einer Ablehnung unseres Antrags dann doch dazu übergegangen ist, einen eigenen Antrag einzubringen, dem wir natürlich dann gerne in ähnlicher Wortwahl zugestimmt haben. Unsere Zustimmung galt in den Haushaltsberatungen auch der Sperre im Kontext der Agentur für Sprunginnovationen, der Helmholtz-Gemeinschaft und dem Berliner Institut für Gesundheitsforschung. Es ist gut, dass wir die Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Exekutive so selbstbewusst betonen, und das können wir natürlich am besten alle gemeinsam. Im Bereich Forschung empfinden wir es aber natürlich als bedauerlich, dass Sie unsere Ideen zu drei aus unserer Sicht wichtigen Wettbewerben nicht gefolgt sind als Ampelkoalition. Zum einen hatten wir den Start eines Wettbewerbs neue Therapieansätze gegen Autoimmunerkrankungen eingebracht in den Ausschuss. Bei diesen Erkrankungen handelt es sich zum Beispiel um Fehlsteuerung des Immunsystems vom Typ-1-Diabetes bis Rheuma. Da gibt es viele Erkrankungen, die davon betroffen sind. Wir würden uns wünschen, wenn Sie da so sich verhalten wie bei der DATI und vielleicht in Zukunft einen unserer Anträge übernehmen würden. Außerdem haben Sie einen Antrag abgelegt für einen Wettbewerb grüne Landwirtschaft, innovative Lebensmittelproduktion. Angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine hätten wir es auch natürlich hier gut gefunden, wenn Sie diesen Innovationsansätzen gefolgt wären. Der dritte Antrag handelte um Fusionstechnologien. Es geht dabei um Energieerzeugung mit Kernfusion. Ich denke, das ist so ein wichtiges Thema, und gerade die Debatten, die sich viel um Energieversorgung ranken, da sollten wir doch in Zukunft alle gemeinsam darauf achten, dass gerade bei der Fusionstechnologie wir was machen. Die Ampel hat da in den Haushaltsberatungen etwas gestrichen, aber ich glaube, wenn wir das gemeinsam uns noch mal genauer angucken, können wir da auch für die Zukunft einiges für unser Land erreichen.
Blicken wir auf den Bereich Bildung. Wie wichtig dieser ist, zeigte sich in den letzten Tagen die veröffentlichte MINT-Frühjahrsreport. Da geht es um die schulische Wissensvermittlung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Doch nicht nur im MINT-Bereich gibt es Defizite, auch das Handwerk legt Alarm in Deutschland, da es an Fachkräften mangelt und Ausbildungsberufe besser gefördert werden müssen. Sehr bedauerlich finden wir deshalb die Kürzungen bei der beruflichen Bildung, denn wir sehen es als enorm wichtig an, die Fachkräfte für unser Land zu haben. Es ist auch ein falsches Signal, denn diese Fachkräfte gefährden viele Projekte der Ampelkoalition. Denn wenn die Fachkräfte im Handwerk fehlen, dann sind die großen angekündigten Vorhaben nicht umsetzbar, wie Energiewende, Wohnungsbau und viele andere Projekte. Wissenschaftler sind wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir Politiker haben. Aber ohne Fachkräfte bauen wir keine Häuser und werden wir auch die energetische Sanierung der Gebäude nicht voranbringen. Wir als Unionsfraktion würden uns deshalb von Ihnen wünschen, und wir haben dazu auch diverse Anträge eingebracht, dass Sie die Bedeutung der dualen Ausbildung wieder auf das Niveau heben, das wir in unserem Entwurf des Haushaltes hatten im letzten Jahr. Dann bleibt mir noch ein Thema, das mir als Lehrerin sehr am Herzen liegt, die Alphabetisierung. Wir haben in diesem Bereich echten Aufholbedarf in Deutschland. Jedes Jahr investieren wir als Bund Geld in Alphabetisierung von Erwachsenen. Ich glaube, es tut allen gut, wenn wir uns noch mal die Anträge zu unseren Wünschen zu Gutachten zur Alphabetisierung von Menschen in der schulischen Ausbildung anschauen, weil es darf einfach nicht sein, dass Kinder unser Schulsystem verlassen, ohne alphabetisiert zu sein. Deshalb, weil die Fragen der Alphabetisierung leider von Ihnen abgelehnt worden sind, unsere Anträge zur beruflichen Bildung abgelehnt worden sind, können wir den Kurs der Koalitionsfraktionen nicht mitgehen und werden Ihren Haushalt ablehnen. Danke schön. Und der Kollege Christoph Meyer, FDP-Fraktion, hat das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Ampelkoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag sehr deutlich formuliert, dass Bildung und Forschung für uns Priorität haben. Es ist die Grundlage für freie, selbstbestimmte Menschen, für wirtschaftlichen Fortschritt, für technologische Souveränität. Und deswegen bin ich froh, dass es uns gelungen ist, trotz der schwierigen Haushaltslage den Regierungsentwurf, den die Große Koalition im letzten Jahr noch vorgelegt hat, um über 100 Millionen Euro zu steigern. Und dass es uns gelungen ist, in der Mittelfristfinanzplanung ebenfalls weitere Mittelaufwüchse zu garantieren und zu sichern. Wir hatten, das klang eben schon an, sehr konstruktive parlamentarische Beratungen. Es war die Ampelkoalition, die hier, da besonderen Dank auch an Wiebke Esther als Hauptberichterstatterin, hier sehr moderierend gewirkt hat. Ich möchte aber auch ausdrücklich loben, dass die CDU-CSU in diesem Einzelplan, in diesen Bereichen, anders als in anderen Bereichen, sehr fleißig Änderungsanträge und Initiativen ergriffen hat. Das ist offensichtlich noch nicht selbstverständlich. Deswegen sollte sich der eine oder andere vielleicht an Kerstin Radomski ein Beispiel nehmen. Investitionen, die wir in den parlamentarischen Beratungen noch angeschoben haben, gingen im Bereich Digitalisierung, Leistungsfähigkeit des Bildungswesens, Nachwuchsförderung, Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschafts- und Innovationssystems. Ich freue mich besonders, dass wir im Bereich der Bioökonomie Aufwüchse erzielen konnten, gerade im Bereich von Nahrungsmittelforschung. Nahrungsmittelknappheit ist schon angesprochen worden, haben wir unsere eigenen Akzente gesetzt. Wir sind im Bereich der Post-Covid-Long-Covid-Forschung ein Stück weitergegangen und auch im Bereich der mentalen Gesundheit. Und was hier formuliert wurde zum Thema Kernfusion, kann ich so nicht stehen lassen. Wir haben natürlich mit ITER ein Projekt, was nicht direkt aus dem
nationalen Etat finanziert wird, sondern über die europäische Ebene. Aber dennoch ist Deutschland hier natürlich mittelbar beteiligt. Und das wird natürlich eine der Schlüsseltechnologien sein, auf die wir in Zukunft setzen müssen. Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Jarzombek? Ach nein, ach nein. Sie sind doch nachher selbst noch dran, oder? Dann können Sie doch. Also dann weiter in der Rede. Genau, so. Also, wir haben einen klaren Fokus für junge Menschen in diesem Etat. Wir haben auf neue Technologien gesetzt und wir haben, das ist auch schon angesprochen, neue Konzepte von Transferwissenschaft in Anwendung hier mit der DATI, mit anderen Projekten. Und ich finde es eine Frage der Souveränität des Parlaments, dass man hier mit dem Ministerium zusammen entsprechend auch haushalterische Vermerke anbringt, wie eine Sperre. Und deswegen werden wir uns die entsprechenden Projekte angucken und dann sicherlich auch zügig, da bin ich überzeugt, zu einer Entsperrung kommen. Uns ist es gelungen, die Polarstern 2 zu finanzieren, auch ein Thema, was die Vorgängerin der Ministerin nicht geschafft hat, sodass wir alles in allem ein... Kommen Sie bitte zum Schluss. ...einen guten Haushaltsentwurf noch besser gemacht haben. Und deswegen werden wir mit Freude zustimmen und freuen uns auf den Haushalt 2023. Danke. Und der nächste Redner in der Debatte, Dr. Götz Frömming, AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, in einer Rede am 29. November 2018 habe ich hier an dieser Stelle prophezeit, dass der Digitalpakt scheitern wird. Damals haben Sie gelacht und sind über unsere wohlbegründeten Bedenken hinweggegangen. Nun erhalten wir die erste Evaluation in Form eines Berichtes des Bundesrechnungshofs von diesem Jahr. Und meine Damen und Herren, dieses Zwischenzeugnis, das Sie hier alle miteinander erhalten, fällt für Sie verheerend aus. Der Bundesrechnungshof stellt fest, es fehle dem Bund nicht nur an der Zuständigkeit, sondern vielmehr führten seine Initiativen zu Angeboten, die redundant zu denen der Länder seien. Sie sind damit unwirtschaftlich. Es drohten weiterhin so wörtlich Förderruinen, für deren Weiterbetrieb es keine Perspektive gibt. Das, meine Damen und Herren, ist das Ergebnis Ihrer verfehlten Haushaltspolitik. Das, was wir hier über den Digitalpakt gesagt haben, das könnte als drohendes Motto über Ihrem gesamten Haushalt stehen. Deutschland als Förderruine, für deren Weiterbetrieb es keine Perspektive mehr gibt. Man muss aufgrund früherer Äußerungen, insbesondere aus den Reihen der Grünen, ja fast annehmen, dass einige von Ihnen diesen Untergang heimlich herbeisehnen. Meine Damen und Herren, dass wir uns nicht missverstehen, eine vernünftige Internetanbindung in den Schulen oder ein warmes Mittagessen, das sind wichtige Dinge, das befürworten auch wir, aber das sind auch Selbstverständlichkeit, meine Damen und Herren. Und sicherlich könnten die Länder und die Kommunen besser dafür sorgen, als wenn wir das hier von Berlin aus tun. Meine Damen und Herren, da, wo Sie wirklich als Bundesgesetzgeber gefragt sind, da scheitern Sie. Für die berufliche Bildung tun Sie nach wie vor viel zu wenig bzw. das Falsche. Auch hier beklagt der Bundesrechnungshof zu Recht eine fehlende gesetzliche Grundlage und einen unkoordinierten Förderdschungel, in dem sich keiner mehr auskenne. Das Gleiche übrigens jetzt erleben wir beim BAföG. Hier haben Sie einen neuen Entwurf vorgelegt. Über den werden wir noch reden müssen. Auch hier ein vernichtendes Zeugnis vom Bundesrechnungshof auf 40 Seiten, meine Damen und Herren. Man muss auch fragen, warum der Bund meint, ständig mit Projekten bzw. in Projekte zu finanzieren, wie ich nenne nur mal beispielhaft Demokratie leben, Kultur macht stark, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das sind alles so tolle, wohlklingende Namen. Aber warum tun Sie das als Bund? Sind da nicht eigentlich die Länder für zuständig? Und trauen Sie an der Stelle nicht den Lehrern vor Ort zu, das Richtige zu tun? Wir stellen fest, dass es um unsere Bildungseinrichtungen herum, Herr Gehring, inzwischen einen regelrechten Sumpf von externen Bildungsanbietern gibt. Ebenso wenig übrigens, wie auf diesen Bildungssumpf an externen Bildungsanbietern Lehrer und Schüler gewartet haben, ebenso wenig haben sie übrigens auf das erwartet, was uns tagtäglich im früher sogenannten Bildungsfernsehen erwartet. Lesen Sie mal die Berichte vom heutigen Tage. Das ist eher eine perverse Gender-Ideologie, die hier verbreitet wird, statt wissenschaftliche Erkenntnisse.
Meine Damen und Herren, wir kritisieren die seit Jahren zu beobachtende schleichende Umwandlung des einzigen Atom- und Forschungsministeriums zu einem Ministerium, das man Ministerium für Bildung und Umerziehung nennen könnte. Schuld daran ist maßgeblich der Einfluss der Grünen und ihrer außerparlamentarischen Vorfeldorganisation. Frau Ministerin, Sie sind ja von der FDP, Sie stehen hier in der Verantwortung. Trocknen Sie diesen grünen Sumpf aus, befreien Sie Ihr Ministerium aus der Geiselhaft der Grünen. Meine Damen und Herren, Deutschland droht parallel dazu, den Anschluss an internationale Spitzenforschung zu verlieren. Das sehen wir im Bereich der künstlichen Intelligenz. China, USA haben uns längst abgehängt. Wir sehen es aber auch in anderen Bereichen. Kernenergie ist schon genannt worden. Hier haben Sie sich von einem kompletten Forschungszweig verabschiedet. Übrigens auch ein deutscher Sonderweg. Das ist nie eine gute Idee. Meine Damen und Herren, vielleicht erleben wir aber von den Grünen einen weiteren Purzelbaum. Denn Sie haben sich ja entschieden, Waffen in Kriegsgebiete zu liefern und nehmen in Kauf, eine Atommacht zu provozieren. Kommen Sie bitte zum Schluss. Vielleicht trauen Sie sich dann ja auch, in die Kernenergieforschung wieder einzusteigen. Vielen Dank. Und die nächste Rednerin ist Dr. Wiebke Ester, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir lesen in dieser Stunde den Einzelplan 30, also den Haushalt des Bildungsministeriums und Forschungsministeriums. Und die gute Nachricht hatten wir in der ersten Lesung bereits. Der Plafond, also die Mittel, die zur Verfügung stehen für Bildung und Forschung in den nächsten Jahren, wird steigen. Und wir können heute in der zweiten und dritten Lesung sagen, es gibt eine noch bessere Nachricht, denn diese Steigerung nach der Bereinigungssitzung fällt noch höher aus. Insgesamt werden wir in den nächsten Jahren rund 4 Milliarden Euro mehr zur Verfügung haben. Das zeigt, wie wichtig uns Bildung und Forschung sind. Ich möchte ein paar Sachen highlighten, die wir jetzt im parlamentarischen Verfahren in den letzten Wochen noch geändert haben. Schule. Die Bildungsgerechtigkeit ist uns wichtig, und darum haben wir mit einem Maßgabebeschluss sichergestellt, dass das Startchancenprogramm, das 4.000 Schulen in besonders schwierigen räumlichen und gesellschaftlichen Lagen steht, dass wir 4.000 Schulen zusätzlich fördern. Wir schaffen mehr Bildungsgerechtigkeit. Wir nehmen die Schülerinnen und Schüler aber auch in den Blick, weil uns Schülerinnen und Schüler und auch ihre, vor allem ihre demokratisch gewählte Interessensvertretung wichtig ist. Und darum haben wir beschlossen, nachdem Sie es jahrelang gefordert haben, das Haus sich immer gesperrt hat und wir jetzt im parlamentarischen Verfahren durchsetzen konnten, dass Sie einen eigenen Etat und eine eigene Geschäftsstelle bekommen. Und das ist so wichtig, weil das bedeutet, dass Sie sich weniger mit organisatorischem Kram beschäftigen müssen, sondern ganz auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren können. Und auch wenn das manchmal unbequem für uns als Politikerinnen und Politiker wird, so wollen wir die jungen Menschen doch ernst nehmen. Und darum war das gut, dass wir das beschlossen haben. Wir stärken die Ausbildung, die überbetrieblichen Ausbildungsstätten, stärker als ursprünglich veranschlagt, mit 2 Millionen Euro mehr. Das ist ein wichtiger Beitrag dazu, dass wir, wenn uns die gesellschaftliche Transformation zu einer klimafreundlichen, klimaneutralen, krisenresilienteren Gesellschaft, Wirtschaft gelingen will, dann brauchen die Leute, die das praktisch umsetzen, darum mehr Mittel für überbetriebliche Ausbildungsstätten. Im Bereich Studium und Hochschule bekommen wir 12 Millionen Euro mehr für die Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Das ist die Nachfolgestiftung nach dem Qualitätspakt Lehre. Und wir bringen da zum Ausdruck, dass uns die Lehre an den Hochschulen, die ja auch durch Corona in den letzten Jahren so gefordert war, wichtig ist, dass wir als Bund die fördern wollen. Wir haben die Stiftung, die noch recht jung ist, sehr ambitioniert in den Start gebracht. Und ich will sagen, wir haben im parlamentarischen Verfahren eine kleine Kurskorrektur vorgenommen, weil die Mittel gekürzt werden sollten. Wir jetzt aber das klare Signal kennen, insbesondere die begutachteten Projekte in der Freiraumförderlinie können rechtzeitig an den Start gehen. Die größte Änderung aber im Bereich Hochschulen wird die jährliche Dynamisierung des Zukunftsvertrags Studium und Lehre sein. Und da haben wir uns auf einen Maßgabebeschluss in der Bereinigungssitzung geeinigt, der sagt, dass diese Dynamisierung, die von den Hochschulen lange gefordert war, 2023 jetzt an den Start geht. Damit bekommen die Hochschulen noch mehr Planungssicherheit. Wir haben in der Großen Koalition uns dafür eingesetzt, dass es Steigerungsstufen gibt. Jetzt gibt es wirklich Planungssicherheit mit einer jährlichen Dynamisierung. Und damit will ich sagen, gibt es so viel Planungssicherheit und hat der Bund seine Hausaufgaben gemacht, dass ich an dieser Stelle auch die Erwartungshaltung formulieren möchte, mit diesen jährlich steigenden Mitteln und den Daueraufgaben, die in der Lehre anfallen, denn das Geld
ist ja ursprünglich über den Hochschulpakt gekommen, weil es steigende Studierendenzahlen gilt, muss gelten, Dauerstellen für Daueraufgaben. Wir werden die Evaluation des Wissenschaftszeitvertraggesetzes in den nächsten Monaten hier auch diskutieren. Und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und auch vor allem die besseren Karriereperspektiven für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wird uns nur gelingen, wenn alle drei, Bund, Länder und Hochschulen, an einem Strang ziehen. Und meine klare Erwartungshaltung, meine Aufforderung an die Hochschulen, mit diesem planungssicheren Mehrgeld setzen Sie das sinnvoll ein. Ich komme zur Forschung. Auch hier haben wir noch mal ordentlich draufgesattelt. 5 Millionen für Netzwerkarbeit und Studien im Bereich ME-CF-Syndrom. Kollege Christoph Meyer hat es bereits angesprochen. Das ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich vor einigen Jahren im Wahlkreis eins dieser Gespräche hatte, das einem nicht aus dem Kopf geht. Da hat eine Familie mir geschildert, wie es ist, wenn man betroffen ist von dem chronischen Fatigue-Syndrom. Beide Söhne sind erkrankt und ich konnte es kaum glauben, dass das eine der großen Volkskrankheiten ist, zu denen es noch keine ausreichende Forschung gibt, so gut wie gar keine Forschung gibt. 5 Millionen Euro mehr, auch durch den starken Einsatz von Stefan Schwarze als Patientenbeauftragter der Bundesregierung, können wir da jetzt Forschung ermöglichen. Und im Übrigen ist dieses chronische Fatigue-Syndrom zuletzt in breiterer Öffentlichkeit gewesen, weil ganz viele der Long-Covid-Patienten, etwa die Hälfte derjenigen, die an Long-Covid erkrankt haben, die charakteristischen Symptome von diesem chronisch-Fatigue-Symptom aufweisen. Da schieben wir Forschung an. Ein anderer Bereich in der Forschung, bei dem wir bereits exzellent aufgestellt sind, da sind wir in der Weltspitze der Forschung, ist die Polarstern 2, die Klimaforschung. Und es gab seit Jahren eine Einigkeit darüber, dass wir die Polarstern 2 brauchen. Aber weder im Etat von Frau Karliczek noch in dem jetzt eingebrachten Haushaltsentwurf waren die Mittel dafür etatisiert. Es gab bisher kein Geld dafür. Und darum bin ich sehr froh, dass uns gemeinsam als Ampel gelungen ist, dass wir in diesem Jahr das Geld bereitstellen für die Ausschreibung und dass wir für die folgenden Jahre 900 Millionen Euro zusätzlich für den Etat des BMBF, für die Polarstern 2, die jetzt an den Start gehen kann, beschafft haben und beschlossen haben. Freut mich sehr. Jetzt will ich mit Blick auf die nächsten Monate und Jahre sagen, dass ich mich sehr darauf freue, dass wir es, davon bin ich überzeugt, schaffen, dass es uns gelingen wird, dass wir auch neu erfolgreich Systeme aufsetzen, dass wir überkommende Strukturen anschieben. Wir sind noch am Anfang der Legislatur, aber ich kann sagen, wir werden endlich, wir haben das als SPD schon lange gefordert, dass die Forschung an Fachhochschulen gestärkt wird, dass wir endlich mit der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation dahin kommen, die Transferforschung in Deutschland besser zu fördern. Es liegt ein Grobkonzept vor und wir haben jetzt in den letzten Wochen die haushalterische Sprechrede, die es gab, weil eben erst das Grobkonzept vorliegt und weil uns das Projekt so wichtig ist und weil es so groß werden soll, aus dem Raum des Ministeriellen, aus dem Finanzministerium rüber in den parlamentarischen Raum geholt, um da auch noch mal stärker mitgestalten zu können. Und ich will an dieser Stelle auch, Herr Sattelberger, wenn Sie jetzt heute nicht mehr dabei sind, mich noch einmal bedanken für die sehr konstruktiven und auch sehr innovativen Diskussionen, die wir in den Koalitionsverhandlungen dazu geschafft haben. Das ist die Grundlage für die DATI. Das wird bleiben. Dafür meinen herzlichen Dank an Sie. Es verhält sich ähnlich mit der Agentur für Sprunginnovation, mit der Sprint. Da lag uns noch kein Freiheitsgesetz vor. Darum haben wir gesagt, wir müssen einen Teil der Mittel sperren. In den letzten Tagen hat uns der Entwurf des Gesetzes erreicht. Ich freue mich auf die Diskussionen an der Stelle. Dann bin ich sicher, wird auch das ein großes und erfolgreiches Projekt. Und darum bleibt mir an dieser Stelle zum Abschluss noch der Dank. Und als erstes, weil mir das wichtig ist, der Dank an all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hintergrund, die nicht heute Abend hier stehen, die auch nicht in der Presse stehen, aber ohne all die das als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Abgeordnetenbüros, in den Fraktionen, aber auch im Ministerium, ohne die das nicht möglich gewesen wäre, dass wir so gut und so konstruktiv, aber auch so gut informiert diskutiert haben. Meinen herzlichen Dank an Sie. Aber auch meinen herzlichen Dank an Jens Brandenburg als parlamentarischen Staatssekretär, an Judith Pirscher als verbeamtete Staatssekretär, die die Verantwortung für den Haushalt getragen haben. Und last but not least den Dank an meine Kolleginnen und Kollegen Christoph Meyer, Bruno Hönel von der Koalition, aber auch das konstruktive Gespräch mit Kerstin Radomski und Petra Sitte. Ich freue mich sehr auf die Beratung für 2023. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Und
ich erteile das Wort Nicole Goike, Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der erste Bildungshaushalt der Ampelkoalition soll verabschiedet werden. Und man kann resümieren, so viel große Worte von Fortschritt und von Chancen und dann so viel Halbherzigkeit und so wenig tatsächlicher Aufbruch. Das ist echt ein großes Drama für die Bildung. Dabei hätten Sie doch jetzt ganz im Sinne Ihres Habitus als Koalition der Durchstarter und der Macher Ihre großen Ideen aus dem Koalitionsvertrag auch Realität werden lassen können. Haben Sie aber nicht. Denn was passiert mit dem Etat für Bildung und Forschung? Die geplanten Ausgaben stagnieren. Und gemessen an den tatsächlichen Ausgaben sinkt der Haushalt sogar. Er sinkt. Und sorry, da reicht es auch nicht aus, zu behaupten, dass er irgendwann dann mal wieder ansteigen wird. Denn vertröstet werden die Menschen jetzt wirklich seit vielen Jahren. Seit Jahren wird ihnen erklärt, warum leider gerade kein Geld da ist für die soziale Infrastruktur, für die öffentliche Daseinsvorsorge. Bloß von diesen Erklärungen können sich die Menschen natürlich nichts kaufen. Davon können nicht mehr Lehrkräfte eingestellt werden, davon lassen sich keine Schulklos sanieren, dadurch werden nicht mehr Studierende aus der Armut geholt und davon entstehen eben auch nicht mehr Ausbildungsplätze. Und mit fortgesetzter Mangelwirtschaft lassen sich auch nicht die miesen Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft beseitigen. Das ist die Wahrheit. Die ist dann nicht mehr so blumig und wohlklingend wie die Rhetorik der Ampel, aber dieser Wahrheit muss sich eben auch die Ampelregierung stellen. Frau Ministerin, in Ihrer Rede zur Einbringung des Haushalts haben Sie gesagt, wir machen Tempo bei der Bildung, damit wir rauskommen aus dem Mittelmaß. Frau Ministerin, welche Definition von Tempo haben Sie? Ihre großen Vorhaben, zum Beispiel das Startchancenprogramm, kommen im Haushalt gar nicht vor. Die für 2022 vorgesehene Dynamisierung der Mittel für die Hochschulen ist vertagt. Ihre BAföG-Reform, das ist ja einer der wenigen Posten, die tatsächlich steigt in diesem Haushalt, aber das verpufft, weil die Inflation das Plus komplett auffrisst. Das BAföG verbleibt unterhalb des Armutsniveaus. Für das Programm zur Sicherung von Ausbildung stellen Sie 375 Millionen Euro weniger bereit als noch 2021. Ich meine, 2,3 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 Jahren haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Diese jungen Menschen haben kaum Chancen auf gute und sozialversicherungspflichtige Jobs, kaum Chancen, später mal nicht in der Altersarmut zu landen. Wo ist Ihr Konzept, diese jungen Menschen in die Ausbildung zu bringen? Wo ist Ihr Konzept? Liebe Ampelparteien, das, was hier vorliegt, das ist einfach zu wenig. Schauen Sie sich die Vorschläge der Linken noch mal an. Wir wollen das BAföG endlich auf ein existenzsicherndes Niveau bringen und die Verschuldung abschaffen. Wir wollen eine gute soziale Infrastruktur für die Hochschulen und mehr Geld für Lehramtsstudienplätze. Und wir wollen, dass endlich mal investiert wird in gute Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich finde, Sie müssen dringend anfangen, Prioritäten neu und vor allem richtig zu setzen. Und im Übrigen, es ist völlig inakzeptabel, dass Kanzler und pendelnde Ministerinnen und Minister das Energiegeld bekommen, aber Rentnerinnen und Rentner und Studierende nicht. Vielen Dank. Nina Stahr, Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, hat nun das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Ministerin, liebe KollegInnen! Die Frau Ministerin Stark-Watzinger spricht immer so gerne von ihrem Ministerium als dem Chancenministerium. Und ich muss ja ehrlich zugeben, ich schmunzle immer so ein bisschen, wenn die FDP Dinge neu benennt, ja, damit es besser klingt, damit man es besser verkaufen kann. Aber an dieser Stelle muss ich sagen, die Ministerin hat recht. Dieses scheint sich jetzt sehr zu bewegen hier bei der FDP und der CDU. Ich möchte trotzdem der Ministerin recht geben. An dieser Stelle hat sie recht. Dieses Ministerium ist das Chancenministerium. Und dieser Etat ist der Etat der Chancen. Der Chancen für die Menschen in diesem Land. Und weil jeder Cent, den wir in die Köpfe der Menschen stecken, in Bildung, Wissenschaft und Forschung, sich am Ende mehrfach auszahlt, ist dieses Ministerium auch das Ministerium der Chancen für unser Land. Denn das alte geflügelte Wort vom Land der Dichter und Denker, das ist auf heute übersetzt das Land der erneuerbaren Energien und des Corona-Impfstoffs.
Und das wollen wir bleiben. Und wir wollen noch besser werden. Und dafür legen wir mit diesem Haushalt die Grundlage. Uns ist dabei wichtig, dass es egal ist, woher jemand kommt, sondern nur zählt, wohin jemand will. Und deshalb unterstützen wir vor allem da, wo das Elternhaus das weniger kann. Und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag das Startchancenprogramm festgeschrieben. Damit werden wir Schulen in benachteiligten Quartieren durch zusätzliche Schulsozialarbeit unterstützen. Und ich freue mich sehr, dass wir mit dem Maßgabenbeschluss dieses Programm jetzt konkret anschieben. Uns Bündnis Grün ist wichtig, dass das Geld dann auch wirklich dort ankommt, wo es am dringendsten gebraucht wird. Und deshalb bin ich sehr froh, dass das Ministerium dafür nun bis September 2022 auch mögliche Konzepte vorlegen wird. Und natürlich ist auch die BAföG-Reform, deren ersten Schritt wir ja vor kurzem hier bereits beschlossen haben, ein wichtiger Baustein für mehr Chancengleichheit. Und auch hier haben wir jetzt im Haushalt entscheidende Weichen gestellt. Aber es ist auch klar, es wird eine Herausforderung, das in den kommenden Jahren auszufinanzieren, und darüber werden wir sicher noch sprechen müssen. Chancengleichheit erreicht man aber übrigens auch dann, wenn alle sich gleichermaßen beteiligen können. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir in diesem Haushalt 500.000 Euro für die Bundesschülerinnenkonferenz einstellen konnten. Als Teil der Bildungsengagementstrukturen ist sie ein wichtiger Akteur für mehr Teilhabe und Beteiligung. Und gerade während der Pandemie, als Kinder und Jugendliche viel zu wenig Gehör bekommen haben, da hat die Bundesschülerinnenkonferenz SchülerInnen eine Stimme gegeben. Und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Es ist nun unsere Aufgabe als Politik, das auch ernst zu nehmen und sie mehr einzubinden. Und dass die Bundesschülerkonferenz bereits im Bildungsausschuss eingeladen war, das zeigt, dass wir diese Aufgabe ernst nehmen. Was jetzt für Beteiligungsstrukturen im Haushalt angelegt ist, ist ein guter Anfang. Mir ist aber auch wichtig, dass wir individuelle Bedarfe der diversen Engagementstrukturen sorgfältig prüfen und auch entsprechend unserer Vereinbarung im Koalitionsvertrag auch weitere Akteure in den kommenden Jahren unterstützen. Aber ich habe eingangs gesagt, es geht bei diesem Etat nicht nur um Chancen für die Menschen, sondern auch um Chancen für unser Land. Und zwar, weil dieser Etat eben auch der Etat für Wissenschaft und Forschung ist. Und das ist unsere wichtigste Ressource. Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag die Dynamisierung des Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken beschlossen. Das haben wir nun mit einem Maßgabenbeschluss bestätigt und im jetzigen Haushalt bereits 12 Millionen zusätzlich für die Stiftung Innovation und Hochschullehre eingestellt. Wir haben sichergestellt, dass das Forschungsschiff Polarstern 2 kommt. Für die Forschung und insbesondere für die Klimaforschung ein enorm wichtiges Signal. Im Kampf gegen die Klimakrise ist die Forschung enorm wichtig. Aber im Kampf gegen die Klimakrise brauchen wir nicht nur Forschung, sondern müssen auch in der Bildung den Kampf gegen den Klimawandel stärker verankern. Und deshalb stärken wir die Bildung für nachhaltige Entwicklung mit zusätzlichen 5 Millionen Euro und verankern sie in allen Bildungsbereichen. Auch das ist ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen die Klimakrise. Und gerade angesichts des Kriegs in der Ukraine wissen wir, wie wichtig der internationale Austausch von Studierenden und Forschenden ist und wie wichtig hier gerade Solidarität ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir für den DAAD zusätzlich 13,8 Millionen bereitstellen konnten. Und es ist gut, dass bis zu 67,4 Millionen für die Öffnung des BAföG für ukrainische Studierende und die Verdopplung des Heizkostenzuschusses für BAföG-Empfängerinnen da sind. Wir Bündnisgrüne werden uns jedoch auch weiter dafür einsetzen, das BAföG auch für Drittstaatlerinnen zu öffnen. Und für uns ist klar, es darf weder Studierende noch Geflüchtete erster und zweiter Klasse geben. Zur Wahrheit gehört aber auch, in diesem Haushalt sind einige Projekte angelegt, die in den kommenden Jahren mit mehr Geld ausfinanziert werden müssen. Wenn wir es ernst meinen mit dem Chancenministerium, dann müssen wir auch in den kommenden Jahren das entsprechend ausfinanzieren. Und da werden wir darüber sprechen müssen, auch den Gesamtetat des BMBF zu erhöhen. Und ich wünsche der Ministerin ganz, ganz viel Erfolg bei den Gesprächen mit ihren Parteikollegen dazu. Und sie haben uns sicher an ihrer Seite. Ich freue mich auf die Umsetzung der im Haushalt angelegten Projekte für gute Chancen für die Menschen in diesem Land und für gute Chancen für unser Land. Ganz herzlichen Dank.
Und der nächste Redner in der Debatte, Thomas Jatzombek, CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte drei Punkte heute herausstellen, die ich in dieser Debatte bemerkenswert finde. Das erste ist, wir haben darüber schon in der ersten Debatte geredet, Frau Ministerin, nach 16 Jahren Union, in denen dieser Haushalt für Bildung und Forschung sich fast verdreifacht hat, auf fast 22 Milliarden Euro, sind Sie die Erste, die mit einer Delle nach Hause gehen. Und wir sehen diese Delle nicht nur in diesem Jahr, sondern auch noch im nächsten Jahr. Und es wird bis 25 dauern, bis es einen Anstieg gibt. Und das bei einer Inflationsrate, die wir im Augenblick sehen. Sie reduzieren die Mittel für Bildung und Forschung. Und ich kenne das Argument, jetzt entfallen ja die Corona-Mittel. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn das Ihr Ernst ist, machen Sie einen großen Fehler. Das Deutsche Nationale MINT-Forum hat erhoben, dass bei den Kindern in der Grundschule sind durch den Unterrichtsausfall bei Corona bis zu ein gesamtes Unterrichtsjahr entfallen wird bis zum Abschluss. Ein ganzes Schuljahr. Und wenn es einen Zeitpunkt gibt, wegen Corona in Bildung zu investieren, dann ist das jetzt. Und wenn Sie diese Mittel streichen, ist das eine Sünde an unseren Kindern. Und, Frau Ministerin, Sie haben im Übrigen ja auch noch Probleme, die über Ihren eigenen Haushalt hinausgehen. Und die Probleme heißen CIM und IPCI. Und bei CIM, darüber haben wir auch schon gesprochen, das ist das zentrale Programm im Mittelstand. Es hat vor allen Dingen eine Hebelwirkung durch die privaten Mittel. Werden wir bis zu ein Jahr Ausfall haben, weil Ihre Kolleginnen und Kollegen im BMWK so hasenfüßig waren und haben gesagt, wir geben da kein Geld aus, bevor dieser Haushalt beschlossen wird. Sie haben sich nicht dagegen gewehrt. Das Zweite ist das Thema Gesundheit und Bioökonomie. Wir haben hier vorhin, Kollegin Starr hat gesagt, wir haben Impfmittel erfunden. Alle diese Unternehmen werden jetzt abwandern. Denn gemeinsam mit anderen Ländern haben wir dieses IPCI to Health gemacht. Eine halbe Milliarde ist das, was Deutschland geplant hat. 17 Länder machen da jetzt mit, nur Sie nicht. Weil zwischen Lindner und Habeck ein Streit über die Frage entbrannt ist, wer jetzt schuld ist oder nicht. Das Ende vom Lied ist, jetzt wird gezeichnet. Und Dinge wie CRISPR-Cas9 sind hier entwickelt worden. Frau Charpentier als Nobelpreisträgerin ist die Chefin hier bei Max Planck in Berlin. Und die werden alle nach Frankreich gehen, weil sie da Fördermittel bekommen, weil hier diese halbe Milliarde fehlt. Ich finde, das ist ein Desaster. So, dann haben Sie zwei Dinge versprochen. Das erste ist Startchancen. Das Startchancenprogramm, es ist nicht da. Was ist stattdessen da? Die Bereinigungssitzung hat Ihnen ins Buch geschrieben, Sie müssen jetzt endlich mal liefern, bis zum 1.9. Ich bin gespannt darauf. Ich habe den Eindruck, Sie haben hier ein Programm gebaut, was natürlich die Bedürfnisse trifft, aber was Sie gar nicht produzieren können. Denn ohne eine Grundgesetzänderung können Sie den Ländern nur Blankoschecks geben. Und was daraus dann resultieren kann, das wissen wir durch den Digitalpakt, das wissen wir aber auch durch das Corona-Aufholprogramm. So, und jetzt, ich bin mal gespannt, wie Sie das Problem lösen wollen, Startchancen an den Start zu bringen, ohne den Ländern einfach nur einen Blankoscheck zu geben. Und dann haben Sie uns vorgeworfen, wir hätten mit dem PFI den Haushalt versteinert. Ich glaube, das spricht auch eine Sprache, wie man es hätte finanzieren wollen. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir den PFI, den Pakt für Forschung und Innovation, gemacht haben, um die Wissenschaftseinrichtungen zu schützen. Zu schützen vor Kürzungen für andere Zwecke, als wirklich die Wissenschaft nach vorne zu bringen. Ihr zweites Highlight-Vorhaben neben Startchancen, das war die DATI. Und es ist sicher ein total bemerkenswerter Zufall, dass Ihr Staatssekretär Sattelberger just an dem Morgen um Entlassung gebeten hat, als der Haushaltsausschuss in der Nacht die Doppelsperre. Die Doppelsperre auf den DATI gelegt hat. Sie haben es ja vorhin gehört. Erst der Finanzminister, dann auch noch mal der Haushaltsausschuss. So. Und das Ding ist doch Folgendes. Sie haben jetzt mit einem neuen Team und mit Mario Brandenburg als neuem Staatssekretär das zu machen, was Christian Lindner immer gepredigt hat. Nämlich auch eine Kultur des Scheiterns, und zwar im Positiven, einen Neustart zu machen.
Dati war völlig verfahren, mit 120 Regionalmanagern, mit Konzeptionen, die in alle Richtungen ziehen, mit einem Staatssekretär Sattelberger, der sich mit allen in der Szene zerstritten hat. Sie nutzen Sie die Chance für den Neustart und positionieren Sie das neu. Sie können zwei Dinge tun. Sie können zwei Dinge tun. Sie können das machen, was in der Debatte hier auch schon mal vorkam, die bei InnoSwiss ein Programm machen, mit dem Sie konkrete Forschungsvorhaben unterstützen, gerade im HAW-Bereich. Das würde auf jeden Fall helfen. Das funktioniert in der Schweiz mit einem sehr schlanken Team von 70 Vollzeitäquivalenten. Gucken Sie sich das mal an, ob das für das Thema Forschen an der HAW nicht ein geeignetes Mittel ist. Und das Zweite ist, wir brauchen mehr in der Spitzenforschung. Und da brauchen Sie andere Instrumente. Professor Helmut Schönenberger, der Chef von Unternehmertum, hat sich doch an uns gewendet und hat sein Konzept, mit dem er wirklich erfolgreich ist und an der TU München so viele Unicorns ausgegründet hat, hat angeboten, es auch anderen zur Verfügung zu stellen und an den Top-Universitäten auszurollen. Ich glaube, wenn Sie diese beiden Dinge machen, nehmen Sie das Angebot von Helmut Schönenberger an und nehmen sich das Modell InnoSwiss für die HWs, dann haben Sie eine echte Chance, hier wirklich was für die Innovation in Deutschland hinzubringen. Und ein allerletztes Wort, auch das Thema Kernfusion, weil vorhin meine Frage ja nicht beantwortet werden wollte. Da geht es nicht nur um die Magnetverfahren von ITER, sondern da geht es um Laserfusion. Da hat Herr Sattelberger mal geschrieben, das ist gut, da müssen wir investieren. Wir haben das beantragt. Ich finde es schade. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Jatzombek. Vielen Dank. Und für die Bundesregierung spricht die Bundesministerin für Bildung und Forschung und Technikfolgenabschätzung Bettina Stark-Watzinger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt habe ich mir schon einiges anhören können und ich will auf das eine oder andere gleich antworten. Aber zu Beginn ist mir eines wichtig. Ich möchte einfach einmal Danke sagen. Danke, dass der Haushaltsentwurf steht. Danke, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie Bildung und Forschung wichtig nehmen. Und es gibt eine Redensart, weniger ist manchmal mehr. Ich musste hier heute lernen, dass für einige im Haus auch mehr manchmal weniger ist, nämlich zu den Fakten zurück. 20,3 Milliarden Euro investieren wir dieses Jahr in Bildung und Forschung. Das sind über 2 Milliarden Euro mehr als 2019, den letzten Haushalt vor Corona, mehr als in Ihrer mittelfristigen Finanzplanung. Das muss unser Maßstab sein, nicht die Ausnahmezeit in einer Pandemie. Pandemiebereinigt haben wir 2022 einen klaren Mittelaufwuchs. Und diese Richtung nach oben halten wir. Bis 2026 planen wir über 4 Milliarden Euro mehr als die Vorgängerregierung, damit wir die Investitionen in Forschung und Entwicklung endlich auf 3,5% des Bruttoinlandsproduktes bis 2025 steigern. Wir halten unsere Zusagen. Wir sorgen für Investitionen in die Zukunft. Aber erstmal zu 2022. Mehr Geld ist immer schön, aber der Erfolg der Bildungs- und Forschungspolitik ist vor allem davon abhängig, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und deswegen ist der vorliegende Haushalt ein guter Haushalt, und er ist ein auch besserer als zuvor, weil wir uns einer der wichtigsten Herausforderungen stellen, der Forschung, die uns hilft, den Klimawandel noch besser zu verstehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit wir nicht am Status quo schrauben, sondern mit neuen Technologien Wohlstand mit Schutz der Umwelt versöhnen. Dieser Haushalt ist ein guter Haushalt, weil wir den Bau der Polarstern 2 ausschreiben können. Damit entsteht ein Schiff, das der Klimaforschung neue Dimensionen ermöglicht. Und es ist ein guter Haushalt, weil wir mehr Geld für die Forschung zu Energietechnologien und grünem Wasserstoff haben. Grüner Wasserstoff als Chance für unser Jahrhundert. Denn eins ist klar, nur mit Innovation schützen wir unseren blauen Planeten. Und als ambitioniertes und innovatives Land nehmen wir den Auftrag an, die großen Fragen zu beantworten. Dazu brauchen wir noch mehr Mut, Souveränität und neue Allianzen. Neue Souveränität bedeutet, wir müssen in Deutschland und in der Europäischen Union selbst in der Lage sein, Schlüsseltechnologien zu verstehen, zu entwickeln und zu produzieren. Und deshalb investieren in Forschung zu Schlüsseltechnologien, KI, Quanten, Cybersecurity oder Mikroelektronik, Biotechnologie. Technologische Souveränität.
ermöglicht uns die freie Partnerwahl. Aber sie ist nicht das Ende aller Kooperation. Im Gegenteil, sie erfordert neue Allianzen mit gemeinsamen Interessen, mit gemeinsamen Werten. Deswegen auch die Forschungskooperation zum grünen Wasserstoff und zur Biodiversität mit Australien. Deshalb auch die Kontakte zu den USA und Kanada. Denn ja, wir müssen kurzfristig fossile Energien aus schwierigen Ländern holen. Aber unser Ziel ist ganz klar. Wir wollen saubere Energien aus anderen Demokratien nutzen. Das ist unser Auftrag. Und gute Partnerschaft, das ist auch das Stichwort bei Transfer. Exzellente Wissenschaft haben wir, aber es muss noch öfter und schneller gelingen, Neues in die Praxis und an den Markt zu bringen. Und die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, kurz DATI, soll neue Partnerschaften beschleunigen, regionale Innovationsökosysteme auf- und ausbauen. Unser Ziel: im Kleinen ansetzen, aber groß denken. Und Herr Jatzombek, ich fand Ihre Worte menschlich eben wirklich daneben. Das muss ich jetzt auch mal sagen. So, Sprünge statt Trippelschritte. Unsere Agentur für Sprunginnovation wird dafür mehr Spielraum erhalten. Am Sprintfreiheitsgesetz arbeiten wir gerade. Denn wir wollen aufbrechen in ein Jahrzehnt der Innovation. Dafür legen wir mit diesem Haushalt den Grundstein. Wenn wir auf die Bildung schauen, dann zeigt sich auch hier, Geld alleine macht's nicht. Deutschland liegt bei den Ausgaben pro Schülerinnen und Schüler über dem OECD-Durchschnitt. Doch bei dem, was rauskommt, den Leistungen, erreichen wir oft nur Mittelmaß. Das zeigt, das Geld muss richtig eingesetzt werden bei den Schulen, Grund- bis Berufsschulen, Universitäten. Und deswegen ist 2022 auch ein gutes Jahr. Die BAföG-Reform haben wir unter Hochdruck angestoßen. 2,3 Milliarden Euro dafür in dieser Legislaturperiode. 2,3 Milliarden für mehr Chancengerechtigkeit, mehr Reichweite, mehr Flexibilität in diesem Haushalt. Und ich freue mich auf das Startchancenprogramm. Mehr als 4.000 allgemeine berufsbildende Schulen werden wir stärken. Zukunftsvertrag, Studium, Lehre, Planungssicherheit für den Bund wie für die Hochschulen. Und lassen Sie mich das Letzte sagen, weil wir es gerade gestern vorgestellt haben. Ob Digitalisierung, Klimawandel, Corona-Pandemie. Wenn man mittendrin steckt, sieht man es als Krise. Aber man kann auch von Disruption sprechen und Neues schaffen. Aber wenn man hinschaut, sieht man eins. Überall steckt MINT drin. Und deswegen haben wir gestern den MINT-Aktionsplan vorgestellt. Mehr Kooperation, die Familien einbeziehen, mehr Qualität, Forschung, Miteinander für unsere Wirtschaft und unsere Zivilgesellschaft. Und wir sehen uns in Kürze wieder für den Haushalt 2023. Unsere Prioritäten bleiben solide Haushaltspolitik und trotzdem bei Investitionen in unsere Zukunft bleiben wir für das Chancenministerium und Tempo bei unserem Vorhaben. Jeder, der mitzieht, ist herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion hat Dr. Marc Jongen jetzt das Wort. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, meine Damen und Herren! Wissenschaft lebt von ergebnisoffener Forschung und angstfreier, mit Jürgen Habermas gesprochen, herrschaftsfreier Diskussion. Der renommierte Mathematiker Professor Stefan Luckhaus ist aus der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ausgetreten, weil diese die Verbreitung seiner Forschungsergebnisse zu Corona massiv behindert hat, wie er berichtete. Die Modellrechnungen von Professor Luckhaus hatten die weitgehende Nutzlosigkeit der Lockdown-Politik ergeben. Das war offenbar nicht genehm, weil extrem peinlich für die Regierung. Ich will gar nicht unterstellen, dass jemand aus dem Bildungs- oder Gesundheitsministerium bei der Leopoldina angerufen und für Repression gesorgt habe. Wissenschaftliche Karrieren werden heute durchaus subtiler beendet. Sandra Kostner, die Vorsitzende des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit, spricht von einem wachsenden Klima intellektueller Unfreiheit an deutschen Universitäten, das ab einem gewissen Punkt im intellektuellen Lockdown endet. Zitat Ende. Und das, meine Damen und Herren, ist ein unerträglicher Zustand. Und es müsste gerade Sie von der FDP, Frau Bildungsministerin, massiv alarmieren. Da müssen Sie doch gegensteuern. Stattdessen lassen Sie
die Förderung der ideologischen sogenannten Agenda-Wissenschaften einfach weiterlaufen, wie Gender Studies, Postcolonial Studies und so weiter, die Wissenschaft als Wiedergutmachungsprojekt für angeblich benachteiligte Gruppen betreiben, die jeden als Angreifer bekämpfen und als rechts diffamieren, der zu anderen Ergebnissen kommt und die auch vor der Leugnung naturwissenschaftlicher Fakten wie der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen nicht zurückschrecken. Und solange ein solches Klima herrscht und immer stärker wird, können wir ihrer im Prinzip sinnvollen Förderung der Wissenschaftskommunikation nicht zustimmen. Die Gefahr ist einfach derzeit zu groß, dass die Wissenschaft hier für gesellschaftspolitische Ziele missbraucht wird. Man könnte auch sagen, dass Propaganda unter wissenschaftlichem Deckmantel betrieben wird. Und wenn Sie die Durchsetzung sogenannter Chancengerechtigkeit von Frauen und Männern mit 33 Millionen Euro weiter fördern wollen, so ist das ein Etikettenschwindel, da es nicht auf Chancengleichheit, sondern auf starre Frauenquoten hinausläuft, die zahllose hochqualifizierte Männer in der Wissenschaft bereits in die Resignation getrieben haben. Das ist so. Lesen Sie das bitte mal nach. Informieren Sie sich mal woanders als nur bei Ihren Ideologen. Auch das ist das Gegenteil von liberal, Frau Stark-Watzinger. Wir haben die Streichung dieser Mittel beantragt. Was wir stattdessen wollen, deutlich mehr Geld für Fachhochschulen und angewandte Wissenschaften. In Deutschland sind zurzeit 150.000 Stellen für Ingenieure vakant, so viele wie nie zuvor. Jedes Jahr fehlen 26.000 Absolventen in den MINT-Fächern, wie uns das Deutsche Institut für Institut der Deutschen Wirtschaft vor zwei Tagen wieder mitgeteilt hat. Es muss hier dringend eine Schwerpunktverlagerung in der Forschungsförderung stattfinden. Weniger Ideologie, mehr MINT, mehr Pragmatismus. Da sind auch gute Ansätze vorhanden. Das wollen wir anerkennen, damit wir die wichtigste Ressource, die wir haben in diesem Land, die Bildung, das Wissen und das Können der Menschen, optimal wieder einsetzen. Vielen Dank. Der Kollege Oliver Kaczmarek hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das ist der erste von vier, von mindestens vier Haushalten, die wir uns vorgenommen haben in der Ampelkoalition, um unseren Reformauftrag, um unseren Koalitionsvertrag umzusetzen. Und ich finde, er zeigt in eine klare Richtung, auch wenn noch nicht der ganze Vertrag umgesetzt worden ist. Und zwar eine klare Richtung für neue Akzente in der Forschungspolitik, für die Unterstützung der Hochschulen und für die Entlastung von Studierenden und Auszubildenden. Und Herr Jatzombek, ich habe Ihre Rede gehört. Ich fand Sie mutig, eingedenk Ihrer eigenen Leistung. Schreiben Sie doch mal einen Antrag. Das haben Sie bis jetzt noch nicht geschafft in dieser Wahlperiode. Dann können wir uns auch mal mit Ihren Vorstellungen auseinandersetzen. Sie tänzeln durch die Themen durch. Wir handeln, und das wird in diesem Haushaltsentwurf deutlich. Ich möchte drei Beispiele nennen. Wir stärken Forschung für die Herausforderungen der Zukunft, und wir setzen mit der Förderung von Transfer nach der jahrelangen Diskussion auch in der Großen Koalition endlich einen neuen, besonderen Akzent. Und ich will nur das sagen, wir sind ja in der Konzepterarbeitung, und wenn man das mal richtig machen will, dann bezieht man Stakeholder ein. Aber das wichtige Signal nach quälenden Jahren der Diskussion mit der Union, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation wird kommen, und das ist gut, und das ist ein Meilenstein in unserer Forschungspolitik. Und darüber hinaus stärken wir auch die Grundlagenforschung, weil Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung zusammengehören. Meeresforschung wird gefördert, gestärkt, die Gesundheitsforschung wird gestärkt, die Polarstern wird endlich gebaut, auch so ein Thema, über das wir jahrelang diskutiert haben. Und die Gesellschaftswissenschaften Forschung behält Priorität für die Lösung der Zukunftsfragen, und sie bekommt von uns dafür einen verlässlichen Rahmen. Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Hochschulen sind das Herz unseres Wissenschaftssystems, und wir reden nicht nur darüber, wir stärken sie in besonderer Weise. Die Innovationen in der Lehre sind schon angesprochen worden. Ich möchte einmal nur kurz sagen, ich bin dem Haushaltsausschuss sehr dankbar für den Maßgabebeschluss zum Zukunftsvertrag für Studium und Lehre. Denn das ist ein ganz wichtiges Signal, das wir deutlich machen, das wichtigste Finanzierungsinstrument für Studienplätze, das Bund und Länder haben, wird zukünftig aufwachsen, jährlich, planbar und dynamisiert. Das ist ein gutes Zeichen, und wir freuen uns, dass wir jetzt schon hören, dass wir beispielsweise die Hochschulrektorenkonferenz bei diesem Projekt an unserer Seite haben. Auch ein Meilenstein für unsere Wissenschaftspolitik. Und ich möchte das noch einmal
wiederholen, was Kollegin Esther schon gesagt hat. Wir verbinden damit natürlich auch die Erwartung, auch mit der Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, dass wir jetzt die verlässlichen Rahmenbedingungen dafür nutzen, dass wir eben stabile und damit auch unbefristete Beschäftigung und Karriereoptionen bekommen. Denn wir gehen davon aus, dass sich nur so die besten Köpfe weiterhin gewinnen lassen, eine Karriere im Wissenschaftssystem anzustreben. Und wir werden das Wissenschaftszeitvertragsgesetz entsprechend ausstatten und mit einem entsprechenden Rahmen versehen für stabile Beschäftigung in der Wissenschaft. Und zum Schluss, weil das wichtig ist. In Zeiten steigender Preise haben wir als Koalition die Menschen mit kleinen Einkommen in besonderer Weise im Blick. Und das gilt insbesondere auch für Auszubildende und für Studierende. Für uns ist wichtig, dass wir deutlich machen, wir haben Respekt vor eurer Leistung. Und weil wir Respekt vor eurer Leistung haben, unterstützen wir euch auch in diesen schwierigen Zeiten. Und ich will 5 Punkte nennen, die jetzt ganz direkt Studierenden und Auszubildenden zugutekommen werden. Erstens. Wir werden das BAföG massiv ausweiten. Ab dem 1. August werden wesentlich mehr Menschen einen Anspruch auf BAföG haben und ihren Antrag stellen können und dann auch BAföG bekommen können. Zweitens. Alle, die jetzt schon BAföG bekommen oder die Berufsausbildungsbeihilfe, bekommen im Sommer ohne Antrag zusätzlich ausgezahlt einen Heizkostenzuschuss von 230 Euro. Das ist garantiert, das haben wir schon beschlossen und das hilft. Drittens, das 9-Euro-Ticket, das in diesen Tagen so erfolgreich anläuft, wird auch Studierende entlasten, denn es wird den Preis für das Semesterticket zum Wintersemester deutlich reduzieren, auch eine Entlastung. Viertens, und Frau Gohlke hat es gerade wiederholt, es bleibt falsch, was Sie gesagt haben, natürlich bekommen auch Studierende, und zwar solche, die einen Minijob haben, die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Und wir wissen, dass in 3/4 aller Studierenden das hilft ganz konkret. Ich würde Sie einfach bitten, da bei den Fakten zu bleiben. Und fünftens, Studierende und Auszubildende mit Kind erhalten pro Kind ab Juli mit dem Kindergeld ausgezahlt einen Einmalbonus von 100 Euro. Meine Damen und Herren, wir haben wirklich viel bewegt, um Studierende und Auszubildende von steigenden Preisen zu entlasten. Das ist richtig, das ist überfällig. Und wenn es notwendig ist, werden wir da auch noch nachlegen. Herzlichen Dank. Für die Linke hat jetzt Dr. Petra Sitte das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Covid ist nicht vorbei. Die Viren werden sich von unseren Beschlüssen nicht begrenzen lassen, nur vom Handeln. Und die Wissenschaft warnt uns, es wird nicht die letzte Seuche sein, die aus einem Coronavirus entsteht. Auch in Zukunft werden wir verstärkt mit Zoonosen, also Krankheiten, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden, rechnen müssen. Das heißt, die Beziehungen zwischen Mensch, Tier, Umwelt haben sich zwar komplex, aber zunehmend konflikthaft entwickelt. Dass Sie nun die Mittel für Gesundheitsforschung, Medizintechnik und globale Gesundheit reduzieren, weil die Pandemie nicht mehr vordergründig in Schlagzeilen auftaucht, bleibt hochriskant. Sie haben gekürzt, um 1/4 haben Sie den Titel gekürzt. Erzählen Sie mir nicht, dass Sie umverteilt haben, es ist nicht vollständig umverteilt worden. Dass es jetzt 13 Millionen sind für die Covid-Forschung, ist zwar sehr günstig, aber eigentlich brauchen wir das 10-fache. Deshalb müssten wir an der Stelle weiterreden. Kurzum, die Forschung zu Krankheitserregern und zur Pandemiebekämpfung bleibt wichtig. Sie zu vernachlässigen kostet wieder Menschenleben, sie wird wieder viel teurer für die Gesellschaft und vor allem kostet sie auch Vertrauen in Wissenschaft und Politik. Zudem Long-Covid oder eben auch Post-Covid wird uns noch lange beschäftigen. Wir sprechen hier von 10% der Infizierten. Mehr noch, das Erschöpfungssyndrom nach viralen Erkrankungen, Sie haben ja selber so ein Beispiel vorhin erzählt, Frau Esther, durchkreuzt auf dramatische Weise Lebenspläne. Rund 350.000 Menschen sind allein in Deutschland betroffen und davon vor allem junge Leute. Auf meine kritische Nachfrage, ob des geringen Mittelansatz oder zu geringen Mittelansatzes im Ministerium, meinte man, das Krankheitsbild sei noch nicht klar bestimmt. Na logisch, da muss man eben forschen. Das ist doch der Sinn der ganzen Übung.
Die Kranken, ich weiß, Sie haben sich sehr bemüht, das will ich auch in Rechnung stellen. Die Erkrankten haben keine Zeit, wir brauchen schnell das Geld und die Studien müssen schnell finanziert werden. Fahren Sie also die Pandemieforschung bitte nicht zurück. Jetzt an Post-Covid-Grundlagen, an Diagnosen, Therapien und Versorgung zu forschen, schützt uns Menschen und das liegt in unserer Verantwortung. Danke. Für Bündnis 90 Die Grünen ergreift jetzt Dr. Anna Christmann das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute hier über den Einzelplan 30, Forschung und Bildung. Und ich möchte das noch mal in den Kontext setzen, in der Situation, in der wir insgesamt gerade sind. Wir haben als Regierung und auch in Teilen natürlich gemeinsam auch als Parlament gerade eine ungeheure Krise, einen Krieg in Europa hier zu begleiten, zu unterstützen, dass dort die nötigen Hilfen hingehen. Und in dieser Zeit gelingt es uns als Ampel, aber diese wichtigen Themen wie Innovation, wie Forschung, wie die Fragen, welche Technologien brauchen wir denn für die Herausforderungen, die noch kommen, diesen Etat noch mal aufwachsen zu lassen im Vergleich zum ersten Regierungsentwurf. Das ist nämlich die Tatsache. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Erfolg dieser Regierung, gerade in diesen Zeiten die Investitionen in Forschung und Innovation zu erhöhen. Und wir haben ja leider auch an einigen Stellen aufzuräumen. Das betrifft dann eben nicht nur diesen Einzelplan. ZIM ist erwähnt worden. Das ist ja dort auch die Nachlässigkeit der Vorgängerregierung, die wir dort zu beheben haben. Es war eben nicht in der mittelfristigen Finanzplanung ausfinanziert. Daher kam es zu dem Antragsstopp. Das haben wir geändert. Auch dort gibt es jetzt die nächsten Jahre einen Aufwuchs von 80 Millionen. Auch das ein richtiges Zeichen für Forschung im Bereich des Mittelstands. Wir wollen aber natürlich auch neue Projekte anstoßen, tun das auch sehr kräftig. Und da möchte ich auch noch mal Thomas Sattelberger für seine Leistung in den ersten Monaten danken, dass er das Projekt DATI wirklich sehr engagiert auf den Weg gebracht hat. Und wir wollen zügig sein. Und entscheidend ist aber beim Thema DATI aus meiner Sicht auch, dass es wirklich um eine neue Form auch der Innovationsförderung bei uns im Land gehen wird. Das macht es auch wirklich zum Meilenstein. Wir wollen damit wirklich verschiedene Akteure zusammenbringen. Seien es die HAWen, seien es aber auch Start-ups, seien es die Kommunen, seien es natürlich der Mittelstand. Diese Akteure in einer ganz neuen Form in Innovationsprojekten zusammenzubringen, das ist das, was das Innovationspotenzial unseres Landes heben wird. Und das ist auch ein Schritt zu einem neuen Förderinstrument, das auch Förderung anders denkt als klassisch in 3 Jahren Forschungsprojekten, wie wir sie kennen. Und das macht es zu einem so wichtigen Projekt. Und deswegen freue ich mich, dass wir damit in diesem Jahr schon mit Mitteln auch anfangen können. Und bin überzeugt, dass wir gerade auch mit der Stakeholder-Beteiligung und jetzt mit der Ausgestaltung der letzten Eckpunkte dann ein sehr erfolgreiches Projekt starten werden. Ums Aufräumen geht es ja andererseits auch so ein bisschen bei Sprint. Das war gut, dass diese gegründet worden ist, aber sie hat eben enge Fesseln angelegt bekommen. Das ändern wir jetzt mit dem Sprint-Freiheitsgesetz und auch schon in diesem Haushalt mit einem ordentlichen Aufwuchs für Projekte der Sprint. Denn die Sprunginnovationen, die brauchen wir ja gerade auch um die Klimathemen zu lösen. Ganz erfolgreiche erste Wettbewerbe, gerade zum Thema, wie man zum Beispiel CO2 in wertvollen Produkten binden kann. Das sind die Dinge, die wir in Zukunft noch stärker brauchen, für die man aber auch eine Freiheit in der Förderpolitik braucht. Deswegen freue ich mich sehr über den Aufwuchs auf 97 Millionen für die Sprint in diesem Jahr und das Sprint-Freiheitsgesetz, was wir jetzt auch zügig umsetzen werden. Wir wollen aber natürlich auch in den nächsten Jahren noch viele Dinge, die im Koalitionsvertrag ganz richtig festgehalten sind, jetzt natürlich antreiben. Ich will hier die Zukunftsstrategie explizit benennen, die auch noch mal dafür steht, dass wir von einer Hightech-Strategie, die ja doch etwas in die Jahre gekommen ist, zu einer Zukunftsstrategie kommen wollen, die wirklich ganz klar einzelne Missionen benennt. Und weil sie so wichtig sind, möchte ich sie einmal noch mal nennen. Wir wollen 6 Missionen anstoßen zur klimaneutralen Industrie, zu einem Klimarahmenprogramm, zur Gesundheit, zur Digitalisierung, insbesondere KI und Quanten,
fünftens auch zu Weltraum- und Meeresforschung und sechstens zum Thema Resilienz und Zusammenhalt, denn auch gerade die sozialwissenschaftlichen Disziplinen sind natürlich ganz entscheidend für Zukunftsfragen. Sechs Missionen, die es ganz engagiert anzugehen gilt, und ich freue mich über die Debatte auch, wie wir diese dann umsetzen werden. Auch da freue ich mich, Forschungsförderung vielleicht auch mal ein bisschen neu zu denken, über die Frage, wie wir auch Projektsteuerung dieser einzelnen Missionen aufsetzen, weil wir auch dort noch mal eine neue Kraft in einem übergreifenden Ansatz entwickeln können. Und in diesem Sinne freue ich mich da sehr auf die Zukunftsstrategie, die kommen wird. Die Ampelkoalition steht damit für einen echten Aufbruch im Bereich Forschung und Innovation. Den brauchen wir auch angesichts der Herausforderungen. Und ich freue mich darauf, dass es dieses Jahr damit schon losgeht und wir in den nächsten Jahren weiter sicher sehr gut vorankommen werden. Für die Unionsfraktion hat Daniela Ludwig das Wort. Erst Glas, dann Pult, dann bitteschön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, Sie haben in letzter Zeit des Öfteren das Wort des Chancenministeriums für Ihr Haus verwendet. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich sage, unser Eindruck ist eher, es ist das Haus der verpassten Chancen und nicht der vollumfänglich genutzten Chancen. Meine Kollegen haben dazu natürlich auch schon einiges gesagt. Wir haben den Fokus bisher stark gelegt auf Forschung und Hochschule. Ich möchte ihn ein bisschen verschieben und Ihren Blick wenden auf die frühkindliche Bildung. Denn auch die frühkindliche Bildung ist eine wichtige Grundlage. Mit ihr haben wir uns ganz, ganz verstärkt auseinanderzusetzen. Ja, natürlich weiß ich, das ist überwiegend Ländersache. Wir wissen aber auch, dass wir gerade im Moment zwei ganz große Herausforderungen vor der Brust haben. Und das eine ist natürlich der Ukraine-Krieg und die Folgen der zuwandernden Schülerinnen und Schüler in unser Bildungssystem. Und das andere ist etwas, was Sie alle in Ihren Reden ein bisschen ausgeblendet haben. Ja, es mag schon sein, dass wir im Moment gute Inzidenzen haben, aber die Folgen der Corona-Pandemie, insbesondere bei Schülerinnen und Schülern, aber auch bei Kita-Kindern, sind nach wie vor da. Und wann, wenn nicht jetzt, wollen wir diese Folgen dann auch angehen und bekämpfen? Wann, wenn nicht jetzt, wollen wir damit beginnen, und zwar mit Vollgas, die Lücken, die sich naturgemäß durch Homeschooling etc. aufgetan haben, zu füllen? Jetzt muss es passieren. Und dazu habe ich heute von Ihnen bisher fast gar nichts gehört. Und es tut mir leid für die Kinder in diesem Land. Und ja, es ist richtig, das Programm Aufholen nach Corona, das wir aufgesetzt haben, natürlich muss es fortgesetzt werden. Aber es muss natürlich dynamisiert werden. Warum ist das so? Wir haben schon gehört, eine repräsentative Studie unter Grundschülern hat massive Leseschwächen offenbart. Massive Leseschwächen. Wissenschaftler des Deutschen Jugendinstituts und des RKI berichten in ihrem jüngsten Quartalsbericht der Corona-Kita-Studie über wirklich verheerende und erschreckende Entwicklungen. Insbesondere natürlich in Familien, die auch sonst es schwer haben, für ihre Kinder die entsprechende Förderung vielleicht selber bereitzustellen, denen vielleicht die Sensibilität dafür fehlt. Und deswegen ist es für uns, und lassen Sie mich den Sprung in den Einzelplan 17 einfach kurz machen, absolut unverständlich, dass man unseren Antrag auf Erhöhung des Titels Sprachkitas abgelehnt hat. Denn die Sprache ist die Grundlage dafür, dass es gut läuft in der Kita und dann später auch in der Schule. Und dass wir hier heute so wenig von Ihnen gehört haben, ist eine ganz, ganz große Enttäuschung für mich. Das Zweite ist das Thema Ganztagsschule und Rechtsanspruch darauf, den wir in der Großen Koalition noch beschlossen haben. Da kommt eine riesige Herausforderung nicht nur auf die Länder zu, sondern auch auf die Kommunen. Und auch hier haben wir gefordert, schon heute finanziell für die Beschleunigung des Kinderbetreuungsausbaus etwas zu tun, ist bedauerlicherweise von Ihnen auch abgelehnt worden. Genauso bitter ist es übrigens in Zeiten von dem größten Fachkräftemangel, den wir uns wahrscheinlich vorstellen können, dass Sie es ablehnen, die Mittel bei der Qualifizierung auch bei der beruflichen Bildung zu erhöhen.
Ganz, ganz bittere Botschaft für dieses Land und für die Frage, wie bekämpfen wir den Fachkräftemangel. Und das vierte Thema ist heute auch schon angesprochen worden, Startchancenprogramm. Angekündigt, angekündigt, angekündigt. Die Ankündigungen gingen jetzt so weit, dass die Regierungskoalitionen sich gezwungen sahen, damit überhaupt mal was in die Puschen kommt, einen Maßnahmenbeschluss auf den Weg zu bringen. Sonst hätten wir vermutlich noch länger darauf gewartet, dass hier was vorwärts geht. Wir sind sehr gespannt, Frau Ministerin, ob Sie es schaffen, bis zum Herbst hier konkrete Dinge vorzulegen, denn das wird noch eine ganz, ganz große Herausforderung für uns alle. Und deswegen bin ich ehrlicherweise schon der Meinung, so der ganz große Wurf, wie er uns hier verkauft werden soll, ist es immer noch nicht. Wir sind aber gerne bereit, und das haben wir, glaube ich, auch mit unserem Verhalten in der Bereinigungssitzung bewiesen, obwohl Sie alle unsere Änderungsanträge runtergestimmt haben, waren wir schon in der Lage, über unseren Schatten zu springen und die, die von Ihrer Seite gut waren, mitzutragen, weil wir konstruktiv unterwegs sind und gerne mithelfen wollen, dass Bildung und Forschung in diesem Land eine Zukunft hat. Dann aber halt mit uns und der Opposition. Und deswegen kann ich weiterhin nur anbieten, wir sind gerne bereit, mitzutun, aber es wird ein paar mehr Voraussetzungen brauchen, als die, die Sie uns heute geliefert haben. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Stefan Seiter hat das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es sollte uns ja alle klar sein, dass Forschung und Entwicklung wichtige Voraussetzungen sind, um Krisensituationen zu bekämpfen. Ich, der aus der Wissenschaft kommt, die letzten 30 Jahre in der Wissenschaft gearbeitet habe, hatte in der Vergangenheit, in den letzten 16 Jahren, nicht immer den Eindruck, dass das in der Regierung wirklich auch geteilt wird. Und das war für mich ein Punkt, auch in die Politik zu gehen. Und ich muss sagen, die Ampelkoalition legt jetzt einen Haushalt vor, der erste Elemente einer neuen, fortschrittsorientierten Wissenschaftspolitik verankert. Und wir werden damit den Herausforderungen der Zeit gerecht, denn es werden alle drei Ebenen der Forschung quasi adressiert. Grundlagenforschung, angewandte Forschung und Transfer. Nein, es kommt nicht der Polarstern. Es gilt aktuell für die Herausforderung, die angewandte Forschung und Transfer stärker zu fördern. Mit der gestiegenen Förderung der Hochschulen für angewandte Wissenschaft, mit der DATI, werden wir auf diesem Weg erfolgreich gehen. Und erlauben Sie mir an dieser Stelle eine Anmerkung, lieber Herr Kollege Jarzombek. Das Zusammenfallen von zwei Ereignissen zu einem Zeitpunkt heißt noch nicht, dass eine Ursache-Wirkung vorliegt. Und das sollte man gerade bei solchen Themen berücksichtigen, meiner Meinung nach. Forschungspolitik muss vielmehr auch noch mehr als bislang die technologische Souveränität unseres Landes berücksichtigen. Weil die technologische Souveränität schafft es oder sichert uns, dass wir im Systemwettbewerb weiterhin Einfluss nehmen können. Es war die wirtschaftliche Stärke unseres Landes genauso wie die Technologieintensität unserer Volkswirtschaft, die die Position Deutschlands in der Vergangenheit gesichert hat in solchen Verhandlungen. Und ich bin sicher, dass wir mit dem neuen Team im Ministerium genau der Wissenschaftscommunity ein Signal geben und ihnen vor allem die Sicherheit geben, eine Forschungspolitik zu machen, die zu Neuem sich wendet, nämlich das Wissenschaftssystem zu befähigen, technologieoffen Innovationen zu schaffen, die notwendig sind, um unsere Herausforderungen zu bewältigen. Aber, meine Damen und Herren, es geht nicht nur um finanzielle Ausstattungen von Forschungsaktivitäten. Entschuldigung, möchten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD zulassen? Nein, danke. Es geht nicht nur um die finanzielle Ausstattung von Forschungsaktivitäten, sondern es geht auch um das Thema Bürokratie. Antragsverfahren sind zu komplex, dauern zu lange und halten unsere Forscherinnen und Forscher nämlich von dem ab, was sie nämlich gerne tun und vor allem gut machen. Nämlich einerseits forschen, Fragen stellen und die dann auch lösen und beantworten. Und die Ampel wird mit der Entbürokratisierung dieses bewältigen. Und ich bin sicher, dass wir damit erfolgreich die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen können. Vielen Dank. Für die AfD hat Markus Bühl das Wort.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Mittel für 2022 im Bereich des Bildungs- und Forschungsministeriums liegen bei knapp über 20 Milliarden Euro. Bei der Stärkung der beruflichen Bildung und den überbetrieblichen Bildungsstätten wird dabei viel zu wenig getan. Unsere Handwerker und Industriearbeiter, auf die wir stolz sein können, gehören gefördert und unterstützt. Denn sie sind es, die deutsche Qualität weltweit bekannt gemacht haben. Wir setzen uns ein für Chancengleichheit, egal ob mit Studienabschluss oder beruflicher Ausbildung. Schwerpunkt Forschung. Wir unterstützen den Abbau von Selbstbewirtschaftungsmitteln bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie die Ausfinanzierung der Modernisierung der deutschen Forschungsschiffsflotte, Stichwort Polarstern 2. Bezüglich der Errichtung des internationalen Teilchenbeschleunigerprojektes in Darmstadt, auch FAIR-Projekt genannt, wollen wir, dass das angestrebte Zwischenziel trotz Mehrkostenrisiken erreicht werden muss. Dieses Vorzeigeprojekt physikalischer Grundlagenforschung ist zwar kostenintensiv, aber die Investitionen haben großes Potenzial, langfristig viele neue Erkenntnisse und Innovationen hervorzubringen. Kritisch sehen wir, dass mit der DATI eine weitere Agentur eingerichtet werden soll, um anwendungsorientierte Forschung an Fachhochschulen zu unterstützen. Frau Ministerin, wir haben bereits eine Bund-Länder-Vereinbarung zur Unterstützung der Forschung an Fachhochschulen. Diese gilt es nach ihrem Auslaufen nächstes Jahr weiter zu stärken und auszubauen. Das wäre der richtige Weg. Wir brauchen keinen Aufbau einer Doppelstruktur auf Kosten des deutschen Steuerzahlers. Die Umsetzung des Digitalpakts Schule läuft mehr als schleppend. Beim Basispakt in Höhe von 5 Milliarden Euro sind zum Jahresende 2021 gerade einmal 19% der Fördermittel abgeflossen. Neben digitaler Technik gibt es eine noch viel größere Baustelle, nämlich die marode Substanz vieler Schulgebäude. Die aktuellen Zahlen sind dramatisch und ein Armutszeugnis für die Bildungsrepublik Deutschland. Der immens hohe Investitionsrückstand von über 46 Milliarden Euro an Schulen belegt die anhaltende Vernachlässigung von Schulgebäuden durch die Bundesländer. Um diesen Negativtrend zu kippen, haben wir im Bundeshaushalt 2022 einen Antrag eingebracht mit der Forderung, den Digitalpakt Schule in einen Zukunftspakt Schule umzuwandeln und mit erweiterten Förderinstrumenten endlich auch Instandsetzungsinvestitionen an Schulgebäuden zu ermöglichen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Jessica Rosenthal. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, wir leben in extrem herausfordernden Zeiten. Und ja, diese Feststellung gehört gerade hierher und gerade in die Beratung auch dieses Haushaltes. Zu Recht liegt unser medialer Fokus gerade ganz besonders auf der bestmöglichen Unterstützung der Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung. Trotzdem dürfen wir aber nicht außer Acht lassen, dass große Teile auch unserer Gesellschaft bereits vor dem Krieg stark belastet waren. Die Pandemie hat auch und gerade die Bildungsinstitutionen und all die engagierten Menschen, die in ihnen lernen und lehren, getroffen. Und die Folgen all dessen sind nicht weg, nur weil wir weniger darüber reden. Gerade deshalb haben es Kinder und junge Menschen verdient, dass wir nicht erneut über den Sommer vergessen, wie wichtig eine gute Vorbereitung auf den Herbst und Winter ist, damit Lernen und Gesundbleiben möglich ist. Die Vorbereitungen müssen jetzt auf Hochdruck laufen. Und genau das eingefordert haben schon in diesem Februar nicht Gesundheitsexpertinnen und Politikerinnen, sondern Schülerinnen und Schüler selbst. Unter dem Hashtag Wir werden laut haben Sie nicht nur eine vorsorgende Corona-Politik verlangt, sondern zu Recht eingefordert, hört auf, Politik über unsere Köpfe hinwegzumachen. Und gerade weil es dieser Koalition darum geht, endlich Politik mit und gerade mit jungen Menschen zu machen, haben wir in diesem Haushalt endlich dafür gesorgt, dass die Bundesschülerinnenkonferenz mit 500.000 Euro ausgestattet wird und Schülerinnen nun bundesweit Strukturen vorfinden können, in denen sie sich organisieren können und eine laute politische Stimme sind, die wir gerade auch als SPD, aber auch als gesamte Ampelkoalition nicht überhören werden.
Und genau darum geht es übrigens auch in dem Politikstil dieser Ampel. Wir wollen nicht zementieren und erstarren, sondern aus dem lernen, was ist. Wir wollen nach vorne gehen und modernisieren. Und deshalb reicht es eben auch nicht, die unterschiedlichen Bildungschancen zu beklagen, die durch Corona ja noch unterschiedlicher geworden sind, sondern wir müssen etwas tun. Und genau das wollen wir tun. Das wollen wir machen mit dem Startchancenprogramm. Und liebe CDU, liebe CSU, das wird ja gerade in diesem Haushalt auch deutlich. Für uns geht es also darum, nicht zu erstarren, wie es viel zu oft in den letzten Jahren der Fall war, sondern für Fortschritt einzustehen. Und das tun wir ganz besonders auch, wenn es um die berufliche Bildung geht. Indem wir nämlich die Digitalisierung und Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten vorantreiben, setzen wir den Fokus auf die berufliche Bildung. Das klingt sehr technisch, aber es ist ein so wichtiger Lernort, wo eben auch gerade kleine Unternehmen die Möglichkeit haben, beste Qualität herzustellen. Und ich sage ganz deutlich, das ist nur der allererste Schritt. Wir wollen das noch viel weitermachen. Wir werden auch gerade diesen Ort zu einem wichtigen Pfeiler machen, wenn es um die Ausbildungsplatzgarantie geht, in der so viel in diesem Feld noch vor uns liegt. Und wo es auch um Fortschritt geht, um Modernisierung, das ist die ganze Frage der Weiterbildung. Es ist der zentrale Pfeiler, wenn wir dieses Innovationsland sein wollen. Und deshalb geht es hierbei gerade darum, in der Digitalisierung die Chance zu sehen und gerade auch unterschiedliche Strukturen, die es in Deutschland zweifelsohne gibt, die auch große Hürden darstellen, endlich kleiner zu machen, auch und gerade durch die Digitalisierung. Und ich sage klar auch für meine Fraktion, dass für uns wichtig ist, dass alle unterschiedlichen Gruppen erreicht werden, gerade die, die vielleicht negative Bildungserfahrungen gemacht haben. Darum geht es. Und da ist Digitalisierung ein Schlüssel, vor allem aber ein Schlüssel dafür, dass wir einen Flickenteppich, der gerade besteht, endlich so strukturieren können, dass die Informationen auch da ankommen, wo sie gebraucht werden und Weiterbildung endlich eine Chance für alle ist. Liebe Bürgerinnen und Bürger, auch gerade die hier zuhören, heute geht es um viele Zahlen, um Einzelprojekte. Aber am Ende meint Fortschrittskoalition Modernisierung dieses Landes. Und wir, gerade wir hier, wissen, ohne die Köpfe funktioniert das alles nicht. Und deshalb investieren wir in Sie. Vielen lieben Dank. Laura Kraft hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Zuschauertribüne. In Deutschland entscheidet immer noch viel zu häufig das Einkommen der Eltern darüber, wer Abitur macht oder eben nicht. Und das Gleiche gilt leider auch für das Studium. Durchschnittlich studieren 3 von 4 Akademikerkindern und gleichzeitig nur 1 von 4 Arbeiterkindern. Mit echter Bildungsgerechtigkeit, davon sind wir noch weit entfernt. Und wir als Ampel haben viel vor für die nächsten Jahre und wir werden jetzt im Bereich Bildung und Forschung die Weichen für die Zukunft stellen. Wir wollen jungen Menschen Bildungschancen ermöglichen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Darum geht es nämlich. Und deshalb haben wir als Ampel die BAföG-Mittel um 130 Millionen Euro aufgestockt. Damit erhöhen wir nicht nur die Bedarfssätze, sondern wir ermöglichen auch erheblich mehr Studierenden den Zugang zu BAföG und somit auch zum Studium. Und welche Koalition hat denn bisher die Studierenden so entlastet wie unsere, Frau Gulke? Also mir ist da keine Koalition bekannt. Aber nicht nur das. Wir haben das BAföG auch für ukrainische Geflüchtete geöffnet, damit sie hier in Deutschland ihr Studium fortsetzen können. Jemand, der schon seine Heimat verloren hat, der soll nicht auch noch seine berufliche Zukunft verlieren müssen. Und dafür stellen wir zusätzliche 81,2 Millionen Euro allein im Etat des BMBF zur Verfügung. Wir stehen zur Ukraine und wir wollen helfen. Wir wollen helfen, indem wir die beruflichen Chancen von geflüchteten Studierenden auch vor dem Hintergrund eines Wiederaufbaus der Ukraine verbessern. Wir wollen aber auch im Bereich der Forschung auf die brennenden Themen der Zeit blicken. Und das bedeutet einfach mehr Geld für die Technologien der Zukunft. Die Förderung von Bereichen, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten an Bedeutung noch weiter zunehmen werden.
Das sind Klima- und Nachhaltigkeitsforschung zur Bekämpfung der Klimakrise. Der Haushalt des BMBF ist in dieser Richtung ein bedeutender Schritt. Die Klimaforschung gibt uns die dringenden benötigten Daten zur Umwelt- und Klimaentwicklung. Je mehr wir dazu in Erfahrung bringen, desto besser können wir uns auf auch drohende Katastrophen wie Dürren, Überschwemmungen, aber auch das Artensterben, desto besser können wir darauf reagieren. Und darüber hinaus freut es mich ungemein, dass das Parlament die Finanzierung für den Neubau des großartigen Forschungsschiffs Polarstern II auf die Beine stellen konnte. Das haben Sie nicht auf die Kette gekriegt. Und die Polarstern II ist nicht einfach nur ein Schiff. Sie wird wie ihre Vorgängerin maßgebliche und weltweit einzigartige Polar- und Meeresforschung betreiben. Deutschland kann bedeutsame Spitzenforschung vorantreiben und gleichzeitig die Voraussetzung für evidenzbasierte Klima- und Energiepolitik schaffen. Klima- und Nachhaltigkeitsforschung, das ist die Zukunftsforschung. Eine Kürzung in diesem Bereich wäre ein fatales Signal, das ein zukunftsorientiertes Ministerium unbedingt verhindern muss. Das Ministerium ist deshalb auch am Zug, die nötigen Mittel im Entwurf für den Haushalt 2023 bereitzustellen. Nach 2 Jahren Pandemie ist die Aufstockung im Bereich der Gesundheitsforschung nun mehr als geboten. Die Forschung zu Impfstoffen, zu Therapeutika, zu Post-Covid-Symptomen von Corona, die ist noch im vollen Gange, aber gleichzeitig stehen schon die nächsten Zoonosen vor der Tür. Und in den nächsten Jahren muss hier deutlich investiert werden. Wir haben für dieses Jahr schon einiges auf die Beine gestellt, und ich hoffe, dass der Gesamtetat für das BMBF in Zukunft noch weiter aufgestockt wird. Und viele Projekte, die wir vorhaben, die eins vereinen, sie sind auf auskömmliche Finanzierung angewiesen, und darum werden wir auch in den nächsten Haushaltsverfahren hartnäckig bleiben. Vielen Dank. Die Kollegin Nadine Schön hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren! 2 Dinge nehme ich aus dieser Debatte mit. Erstens, die eigene Leistung wird nicht besser dadurch, dass man die Leistung anderer nicht nur schlecht redet, sondern mit Unwahrheiten hier präsentiert. Ich will nur noch mal feststellen, der Haushalt dieses Bundesministeriums ist in den letzten 16 Jahren kontinuierlich gestiegen. Seit Amtsantritt von Angela Merkel haben wir den Haushalt um das 2,5-fache angehoben. Das ist die Messlatte, die auf dem Tisch liegt. 250%. Ich bin gespannt, ob Sie das in den nächsten Jahren hinbekommen. Ja, 16 Jahre, und dann sind wir wieder beim Punkt. Die Kollegin Gohlke, mit der ich selten einer Meinung bin, hat es gesagt, der Haushalt jetzt stagniert. Und natürlich kann man das Aufholpaket nach Corona rausrechnen, aber es ist auch völlig richtig, wir haben so viele Defizite bei den Schülerinnen und Schülern, dass es völlig unredlich ist, Sonderprogramme rauszurechnen. Man müsste genau in diesem Bereich besonders investieren, und deshalb bleibt, wir haben kontinuierlich den Haushalt angehoben, jetzt stagniert es, und deshalb ist es völlig falsch, was Sie hier versuchen, den Eindruck zu erwecken. Und das Zweite ist das Thema BAföG. Auch hier waren die BAföG-Erhöhungen prozentual höher als das, was Sie jetzt machen. Sie haben eine BAföG-Erhöhung, die nicht mal die Inflation ausgleicht. Und wenn es um den Energiezuschuss geht, dann sagen Sie eben allen Studentinnen und Studenten, die keinen Minijob oder kein Kind haben, na ja, ihr habt halt Pech gehabt. Auch hier gilt, sich mal die Fakten anschauen und nicht die eigene Leistung dadurch besser machen, dass man mit dem Finger auf andere zeigt. Und liebe Kollegin Christmann, Sie haben gesagt, Sie wollen den Haushalt in den Kontext setzen der aktuellen Herausforderungen. Herr Frau Kollegin, vor den Herausforderungen wollen Sie eine Zwischenfrage von Kai Gehring zulassen?
Nur ganz kurz, ich wollte noch mal nachfragen, Frau Schön, ob das korrekt ist, dass die ehemalige Bundesbildungsministerin Karliczek beim letzten Haushalt 800 Millionen Euro BAföG-Mittel an den Bundesfinanzminister hat zurückfließen lassen und Sie das BAföG stehen haben lassen und der Nachfolgeregierung übergeben haben mit nur noch 11% geförderten Quote, ob das die korrekten Zahlen sind. Und damit ja dann zur Kenntnis nehmen können, dass wir jetzt gerade die größte BAföG-Reform aller Zeiten auf den Weg gebracht haben in wenigen Monaten. Lieber Kollege Gehring, wir sind uns völlig einig darin, dass man beim BAföG einen Reformbedarf hat, und zwar sowohl was die Höhe angeht, als auch was die Struktur angeht. Sie haben jetzt in der Höhe nachgebessert, die strukturellen Reformen kommen noch. Da haben Sie uns ganz auf Ihrer Seite. Ich würde Ihnen aber gerne die Gegenfragen stellen, ob es stimmt, dass Sie den BAföG-Titel eingerechnet haben in die globale Minderausgabe, sodass man davon ausgehen kann, dass Sie schon damit rechnen, dass zum Ende des Jahres auch wieder BAföG-Mittel an den Finanzminister zurückfließen, trotz dieser Gesetzesänderung. Und das mit den Gegenfragen geht leider nicht, und insofern vielen Dank. Das mit den Gegenfragen geht nicht, aber ich will es mal so als Frage stehen lassen. Und die Beantwortung der Frage können wir eh erst Ende des Jahres machen, wenn wir nämlich wissen, aus welchen Töpfen Geld an den Finanzminister zurückfließt. Liebe Frau Ministerin, das Zweite, was ich aus dieser Debatte mitnehme, ist, dass Anspruch und Wirklichkeit sehr auseinanderklaffen. Und das gilt nicht nur für das Haus, sondern für die ganze Koalition. Was haben wir heute alles wieder gehört vom Chancenministerium und dass jetzt alles viel besser wird und wie schnell die Ampel jetzt alles schön macht in diesem Land? Ich will nur mal eine kurze Zwischenbilanz ziehen. Angekündigt waren konkrete Verbesserungen beim Digitalpakt Schule bis März. Davon sehe ich noch nichts. Angekündigt waren bis Ende des Jahres vereinbarte Eckpunkte mit den Ländern zum Digitalpakt 2. Naja, jetzt ist Juni. Unsere Erfahrungen mit Verhandlungen mit den Ländern lassen mich vermuten, das wird zumindest knapp. Angekündigt war ein Startchancenprogramm mit 4.000 Talentschulen. In diesem Haushalt ist noch kein Geld eingestellt. Ich bin sehr gespannt, wie viele Schulen bis Ende dieser Legislaturperiode tatsächlich ausgestattet sind. Angekündigt war die DATI, heute oft erwähnt, die Agentur für Transfer und Innovation. Die Anzahl der Fans dieser neuen Agentur hält sich wirklich sehr, sehr klein. Ich kenne kaum jemanden, und das auch zu Recht, denn die bisherigen Konzeptionen, die vorliegen, deuten eher darauf hin, dass man Strukturen schafft, die nicht wirklich gebraucht werden, weil es in den Regionen schon diese Vernetzungsstrukturen gibt, die nicht auf die wirklichen Probleme einzahlen, die sie eigentlich bewältigen will. Und deshalb gibt es eben so viel Kritik an der DATI bis hin zum Bundesfinanzminister, der sagt, das Geld wird erst freigegeben, und auch der Haushaltsausschuss sagt, das Geld wird erst freigegeben, wenn da mal ein vernünftiges Konzept vorliegt. Unterm Strich vielleicht noch ein Satz zum Thema Sprint, liebe Kollegin Christmann. Auch hier, es soll einen Gesetzentwurf geben. Das haben wir jetzt in der Debatte schon öfter gehört. Also wir als Opposition haben den noch nicht bekommen. Da sind wir ganz an Ihrer Seite, dass wir da strukturelle Veränderungen brauchen. Wir kennen noch keine Vorschläge. Und deshalb ist die Bilanz bis jetzt eine BAföG-Reform, die die Inflation nicht ausgleicht und die Polarstern-Finanzierung. Und das deckt sich überhaupt nicht mit dem großen Anspruch, den Sie als Ampelkoalition an diesem Rednerpol in dieser Debatte, in den letzten Debatten für sich proklamiert haben. Wir sind an Ihrer Seite, dass wir uns verbessern im Bereich Bildung und Forschung, dass wir unser Land fit machen für die Herausforderungen der Zukunft. Und wir freuen uns auch, wenn ein Aufbruch durch dieses Land geht. Aber mit den vorgelegten Maßnahmen, mit der Umsetzungsgeschwindigkeit und auch mit diesem Haushalt kann das leider nicht gelingen. Die Kollegin Dr. Lina Seitzel hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich finde es besonders schön, dass hier bei der Debatte des Bildungshaushalts so viele Schülerinnen und Schüler auf den Zuschauertribünen sitzen. Unsere politischen Ziele sind nur so gut wie die Mittel, die zu ihrer Umsetzung zur Verfügung stehen. Und bei all den Krisen, bei all den Herausforderungen, auch finanzieller Art, vor denen wir stehen, wäre es einfach gewesen, im Bereich der Bildung und Forschung zu sparen. Aber genau das tun wir nicht. Ganz im Gegenteil, wir erhöhen die Haushaltsmittel im Einzelplan 30 und wir stellen im Ergänzungshaushalt zusätzlich 81 Millionen bereit, um auch ukrainischen Geflüchteten den Zugang in unser Bildungssystem zu ermöglichen. Frau Schön, vielleicht nehmen Sie das noch mit auf in die Bilanz. Denn Investitionen in Bildung sind Investitionen in die Zukunfts- und Innovationsfähigkeit unseres Landes und in die Zukunft jedes und jeder Einzelnen. Dieser Haushalt geht außerdem selbstkritisch mit Fehlern der Vergangenheit um. Nachdem das BAföG in den letzten 16 Jahren mehr oder weniger sträflich vernachlässigt wurde, bekommt es nun einen zentralen Stellenwert. Unser Ziel ist, wieder mehr junge Menschen ins BAföG zu bekommen, Hürden bei der Beantragung und beim Bezug abzubauen, die Bedarfssätze zu erhöhen. Die ersten beiden BAföG-Novellen werden noch in diesem Jahr in Kraft treten. Eine große strukturelle Reform folgt. Und weil sich die Kollegin Schön gerade so sehr der Wahrheit verpflichtet gefühlt hat, will ich hier einmal mit den Mythen aufräumen, die seit Wochen gerade auch aus ihren Reihen, aber auch von den Linken immer wieder verbreitet werden. Der Vorwurf, wir würden die jungen Menschen im Rahmen der Entlastungspakete vergessen, ist falsch. Herr Oliver Kaczmarek hat es gerade schon gesagt, aber ich betone das gerne nochmal. Diese Regierung vergisst junge Menschen nicht. Wir reformieren das BAföG. Wir verankern einen krisenfesten Nothilfemechanismus. Studierende mit Nebenjob, und es sind 75, bekommen, so wie alle Minijobber, bekommen die Energiepreispauschale von 300 Euro. Wir verdoppeln den Heizkostenzuschuss. Wir schaffen die EEG-Umlage ab. Wir führen für die nächsten 3 Monate das 9-Euro-Ticket ein. Wir führen den zusätzlichen Kinderbonus ein. Wir statten die Bundesschülerkonferenz mit 500.000 Euro ein. Ich bitte Sie, das ist doch kein Vergessen. Wir kümmern uns um die jungen Menschen in diesem Land. Um Menschen in Ausbildung zu stärken, braucht es natürlich auch eine moderne Bildungsinfrastruktur. Und es freut mich besonders, dass wir hier bei der Stärkung der Hochschulen wichtige Signale gesetzt haben. Es war uns als SPD ein ausdrücklicher Wunsch, den Hochschulen mehr Planungssicherheit zu gewährleisten. Das ist jetzt mit diesem Haushalt 2023 durch die Aussagen zum Zukunftsvertrag Studium und Lehre gewährleistet. Die Stiftung für Innovation in der Hochschule erhält 12 Millionen Euro mehr als ursprünglich vorgegeben. Damit innovative Lehrformate auch gefördert werden. Denn gute digitale Lehre ist mehr als die Bereitstellung von PDF-Dokumenten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit einem Volumen von über 20 Milliarden Euro setzt der vorliegende Haushalt wichtige Prioritäten im Bildungs- und Forschungsbereich. Er unterstützt erneut den Fortschritts- und Innovationsgedanken dieser Koalition. Ich habe es gesagt, politische Ziele sind nur so gut wie die Mittel, die wir zu ihrer Umsetzung zur Verfügung stellen. Für unsere ambitionierten Vorhaben im Koalitionsvertrag verabschieden wir mit diesem Haushalt jetzt den richtigen Werkzeugkasten. Vielen Dank. Ebenfalls für die SPD-Fraktion hat der Kollege Holger Mann jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst erstmal grundsätzlich gesagt, die Ampelkoalition steht für das Ziel, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 3,5% des BIP zu steigern. Und während in Europa die Kommission noch mit den Mitgliedstaaten um das 3%-Ziel feilscht, hat Deutschland dieses Ziel auch in diesem Jahr wieder übererfüllt. Der Pakt für Forschung und Innovation zum Beispiel ist mit 7,5 Milliarden institutioneller Förderung und 3% Aufwuchs solide ausgestattet. Wichtig ist aber, in diesem Haushalt beginnen wir diese Dynamisierung auf andere Bereiche auszuweiten. Für die Akademien der Wissenschaften ist dies bereits gelungen und, was muss man so deutlich sagen, dank
der Haushalte und ihrer Verhandlungen hier im Parlament gibt es eine klare Maßgabe für den Zukunftsvertrag für den kommenden Haushaltsentwurf, der uns ja schon bald begegnen wird. Danke dafür an dieser Stelle. Denn das sind wirklich gute Signale für die Zukunft unseres Landes, für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und gesellschaftlichen Fortschritt. Für die Programmförderung sind zukünftig 9 Milliarden in diesem Haushalt eingestellt, und bei diesen Mitteln setzt der Haushalt klare Schwerpunkte. Ganz konkret bei neuen Technologien, insbesondere im Feld der Digitalisierung. Hier wird es Aufwüchse um 50% bzw. 450 Millionen geben in Kernthemen der Informationstechnologie wie Quantencomputing, Mikroelektronik oder Cybersicherheit betragen die Aufwüchse sogar das Doppelte. Das kann sich aus unserer Sicht sehr sehen lassen. Und es sei mal kurz gesagt, Frau Ministerin Stark-Watzinger hat ja Herrn Jassobeck insbesondere schon darauf hingewiesen, dass zur Haushaltsanalyse mehr gehört, als die Zahlen mit dem Vorjahr zu vergleichen. Deswegen noch mal an einem Beispiel. Sie können ja eine Zwischenfrage stellen. Auch die medizinische Programmforschung entwickelt sich gut. Wenn man sich nämlich die Mühe macht, Herr Jassobeck, im Haushalt mal die Corona-bedingten Sonderlasten rauszurechnen, dann ist diese Programmlinie seit 2019 um 45% aufgewachsen. Das ist ein deutliches Bekenntnis zu diesem Bereich und zeigt, dass wir hier Schwerpunkte setzen. Das muss man dann aber auch machen. Nein, wir sind überzeugt, Medizin und Informationstechnologien bieten große Zukunftschancen. Deswegen ganz kurz zwei Beispiele. Gerade eben hat das Magazin Nature verkündet, dass es Forscherinnen gelungen ist, mit einem Quantencomputer Berechnungen innerhalb von Sekundenbruchteilen zu erstellen, für die der größte Supercomputer Tausende von Jahren gebraucht hat. Und möchten Sie jetzt die bestellte Zwischenfrage zulassen? Ja, bitte. Bitte schön. Vor meiner Zwischenfrage ein Kompliment an den Humor für die Präsidentin. So, also, Herr Kollege, wenn Sie doch jetzt schon so engagiert darüber sprechen, dass wir in diesem ganzen Bereich Biotech mehr machen müssen, was sagen Sie jetzt zu der 500 Millionen für das IPCI Health? Also zum Ersten, ich habe über die Bereiche Medizin im Ganzen gesprochen und Informationstechnologien und Ihnen dargestellt, dass wir hier deutliche Aufwüchse planen. Und die Ministerin hat auch die Zahlen genannt, dass wir im Bereich Forschung und Entwicklung deutliche Aufwüchse planen. Zum Zweiten, zum IPCI, der war von Ihrem Haushaltsentwurf, Ihrer Ministerin überhaupt nicht veranschlagt. Deswegen finde ich es eine ganz schöne Rutzpe, sich hier hinzustellen und zu kritisieren, dass das nicht erfolgt ist. Und dazu kommt, dass die Mittel in den vergangenen Jahren gar nicht in dem Maße abgerufen wurden. Und von einer Fraktion, die sich hier regelmäßig in die Brust wirft, die Einhaltung der Schuldenbremse fordert, Steuersenkung, aber sich dann gleichzeitig hier hinstellt und sagt, wir brauchen aber mehr Ausgaben, da muss ich sagen, das kann auch keine Haushaltssystematik sein. Und das ist schon ein bisschen sehr selbstbewusst, Herr Kollege Jassen. Nehmen wir noch mal ein kurzes Beispiel, was übrigens auch klar macht, es müssen nicht immer die ganz großen Millionenbeträge sein. In Zukunft kann man zum Beispiel auch im KITE-Projekt an der Universität Leipzig erleben. Dort erstellt eine KI-Plattform mit Hunderten von Indikatoren Diagnosen und Behandlungsmethoden für Krebs. Und zwar viel genauer, als das ein Mensch und der beste Mediziner heute tun kann. Diese werden für die Ärzte am digitalen Tumorboard dargestellt und zugleich dokumentiert. Wer weiß, dass in der EU jedes Jahr fast 3 Millionen Krebsdiagnosen gestellt werden und 200 Milliarden Behandlungskosten anfallen, der hat eine Ahnung davon, welches Potenzial in dieser Innovation steckt und wie viele Chancen bestehen, das Leben von Menschen zu verbessern und vor allen Dingen zu verlängern. Ich will aber auch sagen, andere Forschungsmissionen müssen aus unserer Sicht in den zukünftigen Haushalten noch besser ausgestattet werden, will man zukünftigen Herausforderungen begegnen und diese bestehen. Denn wir wollen mehr gesellschaftliche Resilienz gegen Krisen entwickeln und mit der Wissenschaft die Energie- und Mobilitätswende schaffen, um dem Klimawandel effektiv zu begegnen. Dazu braucht es auch mehr Ergebnisorientierung. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank dafür, dass der Bereich Transfer und Dati mit 25% mehr ausgestattet wurde in diesem Haushaltsentwurf. Zum Schluss noch ein Satz. Der intensivste Transfer von Wissen geschieht bei der Ausbildung von Auszubildenden und Studierenden. Deshalb bin ich froh, dass dieser Haushalt deutliche Steigerungen beim BAföG und dank der Verhandlungen der Haushalte auch bei der Stiftung Innovation in der Lehre enthält. Ich danke an dieser Stelle allen, die in der Ampel und im BMBF dazu beigetragen haben und empfehle Ihnen diesen Haushalt sehr gern zur Annahme.
Und damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung des Einzelplans 30 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in der Ausschussfassung. Wer möchte dem Einzelplan seine Zustimmung geben und Ihre? Vielen Dank. Wer ist dagegen? Danke sehr. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Die Koalitionsfraktionen haben zugestimmt. Die Oppositionsfraktionen waren dagegen. Damit ist der Einzelplan 30 angenommen. Und ich komme zum Schluss der